Willkommen zurück beim Homeoffice, liebe Leute. Ich bin wieder da oder zumindest der Rest, der von mir noch übrig ist. Bin noch ziemlich lädiert, aber zumindest wieder einsatzfähig hier im Cockpit. Wir besprechen wieder, was sich so Interessantes zugetragen hat und natürlich auch schwerpunktmäßig die ganzen medialen Verwirrungen und Irrungen in dieser Welt. Auch auf die WM müssen wir gucken. Das ist ja schon fast Comedy alles. Also, gewohnte Runde wieder, Homeoffice, Ausgabe 285. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Du hattest jetzt bei der Anmod immer deinen grünen Monitor, irgendwas Grünes auf deinem Monitor, genau in deinem rechten Auge. Das sah so ein bisschen aus wie... Wie beim Borg, oder? Plutos von den Borg. Von den Borg, ja. Dann gehe ich jetzt gleich mal so rein, so. Robert, wie geht's dir? Locutus von Borg ist wieder an Bord. Ja, das sieht komisch aus mit dem Monitor, der sich hier spiegelt. Du hast ja auch was von Picard. Ja, das haben schon viele gesagt. Was von Picard? Grün. Ja, natürlich. Du bist ja auch der Captain, ja, also Captain Picard. Das liegt aber nur an meiner hohen Stirn, weißt du, das liegt daran, mehr oder weniger. Ja, Jungs, schön, euch wiederzusehen. Bin wieder mit an Bord. Aber nimmt's mir nicht übel, wenn ich heute nicht so große geistige Ergüsse hinkriege, weil mein Hirn ist noch irgendwie im Kaugummi-Modus. Das ist schon ganz schön heftig, diese Bakterienfront hier, die da... Community fragt sich, was war denn los? Ach, scheiß Grippe einfach. Angefangen hat es mal eine Frau erwischt, wo ich absagen musste, weil ich konnte ja hier das ganze Sanatorium nicht alleine lassen mit Hunde und Pflegefall und allem. Und dann am Donnerstagabend hat es mich dann selber auch noch flachgelegt. Und ich will hier gar nicht groß jammern, aber Kopfweh, Gliederschmerzen, Ganzkörpermuskelkater und Bauchkrämpfe für 80 Stunden, alles in Mischungen und Wellen. Ich habe wirklich schon ein paar heftige Nummern in meinem Leben hinter mir gehabt, aber das wünsche ich niemand so 4 Tage lang. Und ey, ich weiß, das ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn jemand MS hat oder wenn jemand im Schützengraben liegt oder was weiß ich. Es gibt immer noch eine Steigerung im Leben, aber warum ich davon erzähle, ist gar nicht, weil ich leiden möchte, sondern... Wie man mit solchen Situationen im Leben umgeht, das ist das Eigentliche. Also Stichwort ist Resilienz, ne? Dass man irgendwo im Kopf sich einfach nicht aufgibt und sagt, das geht vorbei, Minute für Minute, Stunde für Stunde, dass man einfach versucht, das wird schon wieder. Und dann, wenn der Moment kommt, wo man merkt, dass plötzlich das innere System so ein bisschen Überhand gewinnt, weißt du, so, dass du merkst so, der erste leichte Atemzug gelingt plötzlich. Das fühlt sich dann an wie eine Narkose vom Arzt oder so. Und jetzt geht's Stück für Stück jeden Tag ein bisschen besser. Aber es zieht sich noch mal eine Woche bestimmt hin. Ich wünsche das niemand. Und ich merke aber, hey, im Vergleich zu früher, da gab es auch Leute, die schwere Grippe haben. Aber ich kenne so viele Leute jetzt, geimpft und ungeimpft, die alle flach liegen. Mit unserer Volksseele hat sich echt was getan. Also die letzten 3 Jahre, da oder, ja, da sind wir uns einig, glaube ich, ja. Ja, volle Zustimmung, so ist es. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber schon auch Heile aufgerufen, da jetzt dran zu gucken, weil es ist irgendwie echt was aus dem Gleichgewicht geraten. Ne? Aber hey, schön, dich wieder zu sehen, Robert. Du siehst auch viel besser aus als beim letzten Mal. Oh, da muss ich aber echt beschissen ausgeschaut haben, wenn das die bessere Version ist. Auf jeden Fall hast du wieder einen rosigen Tern. Und am Wochenende, wo du für uns den Knopf gedrückt hast, Zuschauer haben sie nicht gesehen, da hat man schon gesehen, dass es dir echt dreckig geht. Deswegen großartig, dass du wieder in unserer Runde bist. Das war auch so skurril, da war so, euch zu sehen und ich sitze hier im Hintergrund und drücke auf den Knopf und dann läuft das alles ab und dann, das hat mich echt angekäst, vor allem den Kongress zu verpassen, das hat mich echt geärgert. Hey. Aber hey, was soll es nicht in der Vergangenheit weilen, sondern nach vorne gucken, hat es geheißen. Wir machen wieder bestimmt eine tolle Veranstaltung. Und heute machen wir wieder eine tolle Sendung zusammen mit unendlich vielen Themen, die sich da so ansammeln. Ist bei euch soweit alles im grünen Bereich, alles am Start? Ja, und weil du gerade sagst, apropos tolle Sendung, wir haben eine wahnsinnig tolle, neue, gute Produktion gerade fertig abproduziert und schon im Premium-Bereich für unsere Nuflix-Abonnenten verfügbar.
Wir haben eine neue Ausgabe von Ruderboot produziert und die ist diesmal echt gut geworden. Und wir haben das mal eben noch neben dem Kongress, den wir am Wochenende hatten, dahin gezaubert. Ja, und weil es so schön ist, würde ich einfach gerne am Anfang dieser heutigen Homeoffice-Sendung gerne gleich mal Werbung dafür machen und den fantastischen Teaser zeigen, den wir da schon produziert haben. Und im Anschluss daran sage ich vielleicht noch was, aber wir hatten wirklich grandiose Gäste, ein tolles Gespräch und einen tollen Produktionstag, wie man auf diesen Bildern sehen kann. Jasmin Kostrubeck, Professor Michael Mayen, Toni Engel, Dr. Walter van Rossum. Wenn ich gedacht habe, nach Corona können Medien nicht noch bescheuerter sein. Was da passiert ist, das hat mich nochmal so umgehauen. Also ich war ja dann praktisch arbeitslos am Set 2G-Regel. Zum Beispiel hätte man mich auch gar nicht im Hotel unterbringen können. Nur bewerben, wenn sie geimpft sind. Von den Agenturen habe ich nichts gehört seitdem. Am Anfang waren wir alle so, okay, gucken wir uns das mal an. Es war eine außergewöhnliche Situation. Das kannte noch keiner von uns zumindest. Und wir haben erstmal beobachtet und einfach festgestellt, wie ist denn die Lage überhaupt. Nach 2-3 Wochen war es eigentlich klar. Wir haben ab 2017 mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz einen rechtsfreien Raum geschaffen, in dem die Internetkonzerne selbst zensieren können. Auf EU-Ebene haben wir seit 2018 einen sogenannten Verhaltenskodex gegen Desinformation. Also das sind nicht alleine Logiken, die aus dem Mediensystem herauskommen, nicht allein Journalisten, die da bestimmte Sachen machen, wie sie sie immer machen. Da ist schon gezielt eingegriffen worden. Der Mainstream hat der Pandemie den roten Teppich ausgerollt. Die konnte gar nicht kommen. Und wie wir heute wissen, gehörte Panik ja auch zum Konzept der Pandemiebekämpfung, also die Bevölkerung systematisch einzuschüchtern. Was ist denn eine Fehlinformation und wer entscheidet, was eine Fehlinformation ist? Heute hat derjenige Macht, der Wirklichkeit bestimmt, der sagen kann, jetzt haben wir eine Pandemie. Das war also im Vor-Internet-Zeitalter relativ leicht. Internet war ein Problem. Diese Faktenchecker-Allianz auf internationaler Ebene wird 2015 installiert, also auch lange vor dieser Corona-Zeit. Wir alle wollen ja geprüfte Tatsachen haben. Und das scheinen uns diese Organisationen ja zu liefern. Wie alt sind die? Also sind die 14 oder 17 oder so? Es kann doch nicht sein, dass ein gestandener Journalist mit so einem Blödsinn kommt und mit Faktenchecker. Aber wer checkt denn die Faktenchecker? Entwickeln wir uns langsam weg von diesen Systemmedien, von diesen ganz großen? Also geht die Zukunft eigentlich nur über eine Reform dieser Leitmedien. Die müssen erobert werden, die müssen aus dem Griff der Politik befreit werden. Und ich bin sehr froh, dass Michael die Journalisten auch ausbilden, weil ich denke, das ist auf jeden Fall auch notwendig, auch für die unabhängigen Medien. Ich nenne sie gar nicht mehr so gerne alternative Medien, sondern einfach unabhängige. Ich weiß, manche Themen werden jetzt nicht die Klickzahlen bekommen, also das ist mir schon durchaus bewusst. Der größte Oppositionssender, den wir vorher hatten, KenFM, ist totgemacht worden. Der war sehr groß und ist genau deshalb totgemacht worden. Kann man in dem Buch von Hannes Hofbauer über Zensur sehr schön nachlesen. Es ist eher so, dass ich lieber verschweige, dass ich nur Wieso gesehen habe, weil mir das Reputation kosten kann. Wenn die Leitmedien so sattelfest wären, warum reagieren sie dann so extrem? Seit März 2020 hat man sozusagen zusammen mit den Maßnahmen die Pathologisierung und Kriminalisierung der Maßnahmen Gegner und Kritiker durchgesetzt. Die meisten Menschen haben die Zeit gar nicht, sich wirklich umfassend zu informieren. Formulare auszufüllen, das, dann eine Steuererklärung, dann dies und das. Ich nenne diese Bürokraten die Armee der Finsternis, die einen einfach bloß beschäftigt. Nachhaltigkeit, Klima, Genderforschung, dafür werden Gelder ausgeschrieben und dann fangen ganze Heerscharen von Wissenschaftlern an, sich für diese Töpfe zu bewerben, an diesem Geist zu arbeiten. Insofern hat es der Staat mit seinen Geldern geschafft, sich da in allen Bereichen Abhängigkeiten zu produzieren. Von meinem alten Freund Klaus Kleber, der dieses Buch geschrieben hat, was ich dringend empfehle, rettet die Wahrheit. Ich habe es verrissen. Das ist ein Träumchen. Jetzt ist die Pipeline kaputt, aber wird Nord Stream 2 in Betrieb genommen und kaufen wir noch weiterhin russisches Gas und Freude. Ja, Ruderboot, Samstag, 20 Uhr, Premiere auf unserem YouTube-Kanal, wo wir keinen Cent mehr verdienen können. Aber wer uns unterstützen will, kann das bereits schon sehen auf nuflix.de. Und ja, wie gesagt, war eine tolle Sendung. Man hat es schon in dem Teaser gesehen. Wir hatten tolle Gäste. Jasmin Kosubek, ja, ehemalige RT-Deutsch-Moderatorin. Den Schauspieler Toni Engel hatten wir dabei. Und Professor Michael Mayen sowie Walter van Rossum, zwei sehr medienkompetente Menschen. Und ja, was soll ich sagen? Über 2 Stunden tolle Gesprächsrunde, kann ich sehr empfehlen. Ich freue mich schon. Ja. Spirit of Penner halt. Aha. Mhm. So, steig mal ein in die aktuellen Themen. Erste Frage: Habt ihr gestern bei dem Deutschlandspiel mitgehitlert?
Mitgehitlert, heißt das jetzt so? Hitler. Ja, ich meine Tiefschlag, oder? Klär mich auf, was ist mit Hitlern? Genau, bevor jetzt da die Aufregung groß ist, so, du hast ja sozusagen ein sehr witziges Zitat gebracht. Schauen wir uns das gleich mal an, ja. Klären wir mal den Begriff auf. Ja, Micky Beisenherz, Autor und ZDF-Moderator, sagt, WM schauen oder boykottieren? Und er sagt, hinschauen ist mit Hitlern. Ja. Was für ein Hohn. Wie viele Millionen, hunderte Millionen Euro haben die Öffentlich-Rechtlichen für die Ausstrahlungslizenzen bezahlt? Ja. Und wer es jetzt guckt, hitlert mit. Das ist eigentlich, es ist noch nicht mal witzig, aber es ist... Kann es nicht sein, dass in der Nachbarhalle, wo er seine Sendung produziert, vielleicht das Sportstudio ist, in Mainz oder sonst irgendwo, wo die Hallen haben, und seine ganzen Kollegen dann mehr oder weniger von vormittags um 11 bis nachts um 10 den ganzen Tag nur Fußball, Fußball, Fußball machen, sind die dann auch alle hier mit dem Schnauzbart unterwegs oder wie? Sagt das dem niemand? Bei Mittelland sitzen die bei ARD und ZDF in der ersten Reihe, ne? Sagt das dem niemand? Also das ist wirklich zum Kopfschütteln. Ey, ist es sicher, dass das, hat er es wirklich gesagt? Das ist echt, ne? Weil das ist ja schon wirklich, als du dir den Begriff vorgebracht hast, ja, da hätte ich mir schon gedacht, so jetzt hier Tiefschlag, faul, gelbe Karte, weißt du? Ich bin so irgendwie auch erzogen oder sozialisiert, dass so Hitler-Relativierungen oder so Verharmlosungen und nichts anderes ist es, wenn es hier heißt, wenn ich jetzt Fußball schaue, dann macht der Hitler daraus. Ey, das ist eigentlich so eine Verharmlosung, so eine Bagatellisierung von Geschichte, die eigentlich bei uns total verpönt ist. Ist ja krass. Was ist denn das für eine Aussage? Also es sieht schon nach dem Look aus von ZDF, so mit diesem Schriftzug und auch mit dem Logo oben und so weiter. Ich frage mich nur, warum ihm dann niemand einfach mal zurückpfeift oder halt einfach mal sagt, du, wie heißt er, Micky? Micky, pass mal auf, vielleicht nicht der beste Kommentar, können wir nochmal drüber sprechen oder so, aber dass die das sogar dann selber mehr oder weniger veröffentlichen, dieses Zitat von ihm. Oder wollen die provozieren? Wo ist es denn veröffentlicht? Das kann man jetzt ja auch gar nicht sehen. Also habt ihr es bei Twitter gesagt? Hat es in der Sendung das gesagt? Geht bei Twitter viral. Klar, sowas, logisch, ja. Tja. Was ja noch nichts heißt. Ja. Aber ja, das ist ja nicht der einzige Aufreger heute, mehr oder weniger, oder gestern. Was sind wir jetzt wieder Futur 2? Wenn es gekommen sein wird, dann werden wir schon gesendet haben. Egal, versteht schon. Da gab's die Leute wissen es ja, wir senden am Mittwochabend, zeichnen wir auf und ihr seht es am Donnerstag. Aber hey, bei uns sind auch die Emotionen es hier, weißt du, die Gefühle so. Deutschland hat auch ins Turnier eingegriffen und es gab viel Aufregung davor. Was soll ich euch sagen? Das Spiel wurde verloren. Ja. Was kann man denn als erstes kommentieren? Also am besten ist doch das Bild mit den Jungs da, ne? Mit dem Bild, das vorne dran, wie sagt man, Mund zu halten. Genau, das war vor dem Spiel. Viele Leute, die uns zuschauen, wissen es ja nicht, weil die das auch komplett irgendwie nicht interessiert. Und deswegen können wir das ja irgendwie so mitteilen. Das ist also vor dem Spiel das Mannschaftsfoto. Und das ist nur für einen Augenblick. Also die haben wirklich vielleicht eine Sekunde lang alle die Hand vor den Mund gehalten. Und es sollte sozusagen das Statement der Mannschaft sein an die FIFA, dass sie das Gefühl haben, man würde ihnen den Mund verbieten. Die Vorgeschichte ist die Kapitänsbindendebatte. Und hey, wie grotesk ist diese WM, dass wir über solche Dinge sprechen müssen. Aber das ist auch tatsächlich Hauptthema gewesen. Es war im Vorfeld mit das Wichtigste. Was für eine Binde wird Manuel Neuer, der Kapitän, tragen? Und wir haben es ja hier schon gehabt. Da gab es ursprünglich, wie vor 2 Jahren oder was letztes Jahr oder sogar hier bei der EM, wo er mit der Regenbogenbinde gespielt hat. Da wusste man schon, das wird vielleicht in Katar nicht so gern gesehen. Dann hatte man so sich in Europa mehr europäische Länder zusammengetan, haben eine Fake-Regenbogen-Toleranzbinde kreiert mit One Love Herz drauf. Die haben aber die Kataris und die FIFA auch abgelehnt und haben dann wiederum ihrerseits einen Vorschlag gemacht. Hey, hier, wir könnten mir noch eine schöne Binde machen, die dann ganz weit weg ist. Da stand nur noch drauf No Discrimination oder sowas. Und das war also vor dem Spiel sozusagen ihre Reaktion darauf. Ja. Und wer ist denn rechts? Wer ist denn das hier? Ist das die Fancy Näser? Das ist doch die, oder? Ja, das ist unsere Innenministerin. Ich mag den Namen andersrum lieber. Klingt besser. Die hat übrigens, ich habe sie neulich zum allerersten Mal reden hören, die hat eine leider sehr sympathische Stimme.
die kommt gar nicht so schräg rüber, wie man denkt bei all diesen Aktionen, die Dame schon gestartet hat. Aber sei es dahingestellt, die sitzt da wirklich neben Gianni Infantino. Wie heißt er? Infantini? Infantino. Infantino und vorne ist Gianni, sieh? Aber der ist da nicht auf dem Bild drauf. Nicht drauf, aber der sitzt gleich da nebendran. Die saß zwischen den beiden da drin. Und vor allem interessant fand ich eines, sie hat diese Binde ja, diese One-Love-Binde als Protest da auf ganz mutig auf der Tribüne getragen, weil diplomatische Immunität, ne? Also hier wird sie nicht in den Knast kommen in Katar. Aber ich dachte mir, sie hat sie vielleicht unter ihrem Blazer reingeschmuggelt und hat es dann runter. Ich habe zwei Bilder gesehen von ihr, einmal mit Blazer und da war dann die Binde wieder oben drüber. Also sie hat es nicht einfach nur mal entblößt, sondern hat es auch wirklich aktiv wieder über den Ärmel gezogen, über ihren Blazer drüber, wo ich mir denke so, boah, das ist ja mal ein Statement. Und jetzt wird sie auch rauf und runter in der deutschen Medienlandschaft, wird sie jetzt für diesen mutigen und so wichtigen Schritt gelobt. Ne? Also das ist jetzt gerade so, am Mittwoch war das jetzt hier so viel wichtiger wie alles andere, was an Fußball passiert ist. Ja, dieses ganze Gaga drumherum hat letztlich dazu geführt, dass die Jungs mental wohl nicht so top drauf waren und gleich mal ihr Auftaktspiel vergeigt haben. Ja. Bisschen wie 2018 mit Özil. Könnt ihr euch erinnern, da war doch die Debatte, wo Özil bei Erdogan war mit einem anderen Spieler zusammen und wochenlang, wie kannte der und Despot und überhaupt und die deutsch-türkische Community war total zerrissen und der junge Mesut Özil hat sich dann auch ganz irgendwie unglücklich verhalten, sagen wir es mal so, aus der Erinnerung raus. Und wohin das geführt hat, Und jetzt heute gegen den Fußballgiganten Japan, wie hat es da ausgeschaut? Ihr habt das Spiel verfolgt. Ja, erstmal möchte ich dir zustimmen, Robert, genauso ist es halt, viele Bad Vibes auch jetzt schon wieder, nicht nur um die deutsche Mannschaft, das ist ja hier ein größeres Ding. Ja, und wenn du die Konzentration nicht auf dem Sport hast, aber andererseits muss man sagen, die Argentinier, die völlig frei ins Turnier gegangen sind, die hatten auch irgendwie nicht die Konzentration im Spiel gefunden, die haben gegen Saudi-Arabien verloren. Also ich meine, nehmen Sie mir da auf Augenhöhe mit dem alten Rivalen Argentinien. Also alles ist gut sozusagen. Ja. Argentinien hat verloren gegen den Angstgegner Saudi-Arabien. Das war also schon die erste große Überraschung hier im Turnier, oder? Hätte auch niemand gedacht. Naja, so. Am Sonntag spielen wir gegen Spanien. Ja, die haben heute, glaube ich, 7-0 gewonnen. Und dann sind wir raus. Oh. Naja, aber ich meine, okay. Ich meine, also die Zeichen stehen natürlich nicht gut. Und die Hoffnung jetzt auf irgendwelche Erfolge auch gering. Aber es ist auch nicht vorbei. Weißt du, der Sportler immer sagt, okay, du hast jetzt das Spiel verloren. Spielen wir gegen Spanien. Und okay, Spanien, große Fußballnation. Aber die sind auch nicht mehr so gut, wie sie da vor 10 Jahren waren, wo sie echt so mehrere Turniere hintereinander gewonnen haben. Die haben auch eine ziemlich junge Mannschaft, die haben auch keine richtigen Stürmer. Also, Moment, wie haben sie gewonnen? Man von vornherein gleich kuschen muss. Moment. Ja, aber sie haben gewonnen gegen Costa Rica. Ich meine, okay, alles klar. Noch, das ist auch nicht so gut. Ist jetzt auch nicht, okay, alles klar. Das, also, und das, was würde das jetzt dann bedeuten? Klar, die fliegen raus, wenn sie wirklich verlieren würden. Aber was würde das jetzt für Fußball-Deutschland bedeuten, wenn jetzt wirklich am Sonntag die Vorrunde schon beendet wäre und dann noch das dritte Spiel eigentlich nur noch so Kosmetik ist? Ich erinnere mich. Das kennen wir doch schon. Ja, dieser Katzenjammer, der dann durchs Land geht und so diese. Ich glaube, der würde so groß gar nicht sein. Weil ganz ehrlich, also ich schaue schon so lange Fußball, aber es ist insgesamt, das emotionale Niveau ist so niedrig, wie es noch nie gewesen ist. Also ich glaube, die meisten müssen einfach nur einen Schulterzucken hinnehmen. Ne? Es gibt auch keine Spiegelbikinis und Flaggen und gar nichts und so. Sondern aber es gibt tolle Fanbilder aus Katar. Ja, eben, in Katar sind die deutschen Fans wirklich spitze. Die machen da richtig Stimmung. Können wir mal einblenden hier. Noch. Typisch deutsche Fans. Ja. Die deutschen Fans beim Schwertanz, beim traditionellen Stock. Das ist ja auch zu abgefahren, ja.
Da sind wir bald. Aber ey, das, was wir hier sehen, es sind wirklich Fake-Fans. Es gibt in Katar Fake-Fans. Es sind irgendwelche Gastarbeiter aus Pakistan oder sowas. Und die werden jetzt hier auf die Straße geschickt, um Deutschland-Fans zu markieren. Und dann gibt es später, wenn das Spiel vorbei ist, dann müssen die ihr Trikot umwechseln so, und dann sind die England-Fans oder sowas. Ja. Also das gibt es von mehreren Ländern. Hier sehen wir die England-Fans. Auch traditionell so. Mit den schottischen Trommeln. Genau, ja. Ja, richtig. Unfassbar. So. Ja, hey. Aber man könnte jetzt auch sagen, ist doch eine nette Idee, so, weißt du, so, wir heißen euch willkommen, so in allen Trikots und Farben. Ich meine, die Idee dahinter ist vielleicht gar nicht mal so. Aber es ist trotzdem aber witzig. Es ist das Potemkinsche Dorfprinzip, Frank. Ja, genau. Das ist doch, die wollen doch nur, die wollen sozusagen Bilder halt haben, die wir jetzt auch gesehen haben. Die werden professionell aufgezeichnet mit Kameras und die werden dann nicht in alle Teile der Welt geschickt, weil bei uns wird es dann vielleicht nicht gezeigt. Aber das ist halt, was dann im Fernsehen läuft, in Katar selbst oder in den Nachbarländern. Guck mal, hier unsere tolle WM, wie super wir es gemacht haben. Aber ich glaube, der Kalif hat es wunderbar organisiert. Ja. Ich glaube aber, in deren Selbstverständnis ist das irgendwie, glaube ich, anders, weißt du? Da stand ja auf dem Banner auch Germany Fans Katar. So, weißt du, das ist. Da hast du halt irgendwie so von jedem Land so 100 oder 1000 Leute, die du dann natürlich auch bezahlst, das ist ja auch bekannt. Den hat man ja, glaube ich, dann auch das Taschengeld gestrichen gehabt, als das dann irgendwie aufkam, dass die bezahlt wurden. Aber wie auch immer. Ich glaube, die Absicht dahinter ist jetzt gar nicht irgendwie so eine böse, aber es zeigt tatsächlich, wie absurd und wie auch dieses Bild, was man davon hat. Ja, es ist in so einem kleinen abgeschotteten Land mit weniger als einer halben Million Staatsbürgern. Ja, das ist ja nun wirklich gar nichts. Es ist so viele Einwohner wie Chemnitz hat, oder? Naja, Leipzig vielleicht. Leipzig hat mehr. Ja, lass mal Leipzig sein. Ja. Leipzig aber es zeigt ja trotzdem, wie absurd das ist. Ein Land, wo gerade die WM stattfindet, mit so vielen gerade mal Staatsbürgern wie Leipzig hat, ja, und so vielen Gastarbeitern wie in Berlin wohnen. Genau so ist es. Und weißt du, Fußball in der arabischen Welt, ich fände es ja cool. Ja. Hey, wenn diese Stadien, die auch wunderschön sind, das muss man schon sagen, hey, boah, Architektur ist super gemacht. Ja. Alles nur vom Feinsten und dann auch tatsächlich so ein bisschen arabische Architekturelemente drin. Gefällt mir sehr gut. Aber hey, nach der WM braucht sie nicht. Wenn diese Stadien, weißt du, wenn da eins in Kairo stehen würde oder zwei und eins in Alexandria und eins in Marokko, in Casablanca oder sowas. Hey, habt ihr das, nur am Rande habe ich das mitbekommen, aber Tunesien hat da auch schon gespielt hier. Da kommen dann wirklich so viele Fans. Die Leute lieben den Fußball so. Das Bizarre ist, dass es da in Katar ist. Wenn man so sagt, hey, wir machen arabische Fußball-WM, das wäre wahrscheinlich super cool. Und die Leute, die sind echt fußballverrückt. Ägypten, ja, das kann ich, da war ich schon öfter. Die Leute lieben den Fußball. Das ist das Groteske. Aber du hast es nicht, da musst du halt Fake-Fans irgendwie aufbauen. Ja. Das sind von irgendwelchen Gastarbeitern. Das ist auch so grotesk. Jetzt mal angenommen, Deutschland ist raus. Was heißt es dann? Wird dann in Deutschland die ganze Fußball-Euphorie noch mehr in Richtung Kritik, also was heißt Fußball-Euphorie, sorry, diese ganze Berichterstattung noch mehr in Richtung Kritik gehen? Also so, jetzt sind wir nicht mehr dabei, jetzt können wir erst recht schimpfen, weil jetzt wird ja schon die ganze Zeit nur gemeckert und gemosert und überhaupt. Und die ganze Berichterstattung ist ja, die trieft ja nur so vor moralingeschwängerten Sätzen. Also Kritik, ja, aber bitte nicht so eine Pseudokritik, sondern erstmal Kritik an den GEZ-Medien, ja, die hier, wie gesagt, 200 Millionen für Sendelizenzen ausgeben von GEZ-Geldern, um dann in dieser Sendezeit, die sie so teuer erkauft haben, den Zuschauer um die Ohren hauen, dass das, was der gerade macht, mit Hitlern ist. Ja, was für eine Frechheit. Und die ganze Zeit dann belehren und irgendwie Skandale um wer trägt wie, wo, wann, welche Binde und jetzt hat uns das die FIFA verboten und mimimi. Und ja, ist ja klar, wir haben in Deutschland, stehen wir zu gewissen Sachen, Freiheit, Toleranz, Gleichheit, super, ja, ganz toll. Also wirklich toll, das soll gar nicht ironisch klingen, aber man kann es trotzdem auch übertreiben. Und vor allen Dingen vorleben, ja, aber anderen aufzwingen, das ist ja absurd. Ich meine, wir haben unsere eigenen homosexuellen Gesetze erst vor ein paar Jahrzehnten modifiziert. Ja. Möge man doch anderen Ländern die Zeit geben. Ja. Man kann ja Vorbild sein, aber so macht man sich doch komplett zum Kasper. Ja, in jeglicher Hinsicht.
Und ja, wenn Manuel man dann noch das Spiel verliert, ja, dann ist man irgendwie alles andere als souverän. Und wenn man von der ganzen Welt ausgelacht wird und wo wir gerade mal bei Katar sind und ausgelacht werden sind, da gab es doch vor kurzem eine ZDF-Reportage. Ja, im Zuge der WM gibt es ja jetzt ganz viele investigative Katar-Reportagen. Und da hat die Goline Atay, glaube ich, der Energieminister war es, interviewt, oder? Ich würde dazu gerne mal kurz reinschauen, Robert. Ist das technisch möglich? Kriegen wir das hin? Ich besuche Mohammed al-Saban, der als Berater des Ölministers die saudische Klimaschutzdelegation in Kyoto geleitet hat. Ich möchte wissen, ist Saudi-Arabien ernsthaft an einem Energiewandel interessiert? Wir nennen das nicht Energiewandel. Energiewandel ist ein schlechtes Wort für uns. Warum? Das sage ich Ihnen. Wandel bedeutet, dass wir fossile Brennstoffe verbannen werden. Und das ist nicht die Realität. Man kann nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt Solarkraft oder Wind. Das ist Quatsch. Und das hat der Krieg in der Ukraine jetzt der ganzen Welt gezeigt, inklusive der Europäischen Union. Dann könnte ich Sie so zusammenfassen. Bohren bis zum letzten Tropfen Öl. Bis zum letzten Tropfen. Dann helfen Sie mir zu verstehen, warum das Königreich in erneuerbare Energie investiert. Einfach nur, um die Kritiker ruhig zu stellen? Nein, nein. Wir müssen in alle möglichen Energien investieren. Wir müssen Energieexporteur sein, nicht nur Öl und Gas. Der weltgrößte Ölexporteur will künftig weltweit größter Wasserstoffproduzent werden. Aber nicht, um Klimaschutzziele zu erreichen, erzählt mir al-Saban. Wasserstoff werden wir vor allem nach Europa exportieren, weil es da eine große Nachfrage gibt. Und das wird Geld einbringen, neben dem Öl. Wir machen das ja nicht umsonst, keine Sorge. Wir werden euch das nicht umsonst geben. Wir werden dafür viel Geld bekommen und ihr werdet aus einer Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit geraten. Also profitiert Saudi-Arabien? Wenn sie es haben wollen und es sich für uns lohnt, dann können wir natürlich liefern. Das ist unser Prinzip. Aber wir werden nichts liefern, was unserem wirtschaftlichen Nutzen entgegensteht. Sorry, wir werden alle Energiequellen exportieren, ob euch das gefällt oder nicht. Wir haben eine neue internationale Ordnung. Es gibt nicht mehr nur Europa und die USA. Es gibt China, Russland und Saudi-Arabien. Wir sind sehr stark. Wir sind Teil der G20 und wir werden weiterhin sehr aktiv sein in dieser Gruppe. Klare Ansage. Bis zum letzten Tropfen Öl wird da gebohrt und egal, was da auch letztlich Europa macht, wenn die da halt Wasserstoff haben wollen, verbrennen wir halt Öl, machen Wasserstoff und verkaufen es dann total teuer. Ja. Mann, ey. Ist das, worum es geht. Und mehr oder weniger lachen die doch über Deutschland. Also das habe ich so im Unterton irgendwie so wahrgenommen. Wir nennen ja, es nicht Energiewende. Ja. Wir sagen nicht Energiewende dazu, weil das ist Nonsens. Also in der Richtung. Also ich finde es faszinierend. So. Ich meine, der Typ, Berater der saudischen Ölindustrie, hier reden wir von wirklich superreichen Leuten, super elitär. Ja. Und diese Position, großartig, wie er das so ehrlich raushaut. Und schon ganz am Anfang die erste Aussage von ihm, oh, Energiewandel ist ein schlechtes Wort, sagt der saudische Ölmeister so. Und natürlich, das ist herrlich, wie deutlich er wird und da auch über Europa natürlich und seine Follies lachen kann. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich eine ganz, ganz große Frage. So. Keiner hat die Kristallkugel. Wir erleben tatsächlich eine Zeit, wo der Petrodollar in vielen Dingen am Wanken ist. Und die Idee, die er hat, ist sozusagen dann vielleicht nach dem Petrodollar einen, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, einen Wasserstoffdollar machen. Aber ob das dann so kommen wird, das ist dann wiederum das, was man nicht sicher sein kann. Weil auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie sehr ihm das bewusst ist, Saudi-Arabien ist alles nur aufs Sand gebaut. Außer dem Öl haben sie halt bisher nichts.
Und wie in Europa dann in ein paar Jahren dann wirklich so, was da die Hauptenergieträger werden, wir wissen noch nicht mal, ob das überhaupt mit dem Wasserstoff was wird. Wenn, woher der Wasserstoff dann kommt. Da gibt es auch andere Modelle und andere Möglichkeiten und andere Länder, auch in der arabischen Welt, Nordsahara zum Beispiel, Marokko, Algerien, Tunesien, die möglicherweise auch da Ideen haben, wie sie vielleicht mit Solarenergie Wasserstoff produzieren können. Hat natürlich auch viele Fragezeichen. Ich meine nur, so, weißt du, weil möglich, dass die Saudis es schaffen, das so zu transformieren, aus diesem Erdölzeitalter hin zu was auch immer kommt. Aber es kann auch genauso gut sein, dass ihre, ja, und ich rede jetzt hier von diesen reichen Saudis, nicht von diesen leidenschaftlichen Typen, die wir auf dem Fußballplatz gesehen haben und Fans und Reporter, sondern ich rede von diesen elitären Scheichs. Möglicherweise ist ihr ganzes Ding auch nur auf Sand gebaut. Ja. Und in 5, 6 Generationen werden sie vielleicht wieder ganz einfach leben. Wie ihre Vorväter vor 4, 5 Generationen. Letztendlich ist das ganze Projekt Katar Fußball ja nichts anderes wie eine Infrastruktur aufzubauen, Straßen, Hotels, Tourismus, um die Leute für das Land zu begeistern, um dann eben an dem Tag X, wenn kein Öl mehr aus dem Sand rauskommt, trotzdem noch was da zu haben. Aber ich erinnere mich an diese eine Doku, wo der ZDF-Mensch da am Strand unterwegs war und gesagt, Mörder, wir haben hier 50 Grad, es gibt hier niemand, der hier draußen ist, das ganze Leben spielt sich nur drinnen ab. Wer geht freiwillig im Sommer in die Wüste? Wer macht das schon? Weißt du, was willst du da machen als Tourist? Durch die Mall gehen den ganzen Tag, von einer klimatisierten Zone in die nächste, da kann ich mir was Besseres vorstellen für meinen Urlaub. Und ich meine, am Abend, okay, ist es natürlich, dann hast du 30, 35 Grad und das ist dann angenehm, ja. Also mir wäre es immer noch zu viel. Also, aber wir haben ja schon letztens über ihre größten wahnsinnigen Pläne gesprochen, so städtebaulich. Wir haben über Neom schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt das letztes, wie ist es? The Great Line. Das sind dann Dinge, das ist ja eben dann komplett abgeschottet von dem Lebensraum Wüste. Da spielt das Außen gar keine Rolle mehr. Das ist so das Ziel davon, weil, wie du sagst, Robert, am Ende ist es halt dort so heiß und jetzt irgendwie cool am Beach sein, ist dort nicht, weil es einfach zu heiß ist. Du brauchst ständig klimatisierte Räume. Ihr kennt doch dieses große Hotel, das aussieht wie so ein Segel. Ich weiß immer nicht, ob es Burj Khalifa oder Burj Al Arab heißt. Khalifa ist der Turm, gell, oder? Ja, Burj Khalifa ist der Turm. Genau, dann ist es das Burj, was weiß ich, einziges 7-Sterne-Hotel der Welt und so weiter. Da gab es eine Doku und die haben gesagt, also das Hotel war so teuer, selbst wenn die jede Suite jeden Tag für 120 Jahre ausgebucht hätten, ist das Ding immer noch nicht in den schwarzen Zahlen. Ja, also die haben da einfach, was weiß ich, wie viel, 2, 3 Milliarden hingestellt, damit dieses tollste Hotel der Welt einfach da steht. Ne? So, wo steht es nochmal, in Kuwait oder Dubai? Dubai ist es, glaube ich. Gell? Dubai, genau, ja. Und genauso ist es ja auch mit diesen künstlichen Inseln und das alles. Ne? Das sind halt einfach, die haben einfach so viel Schotter, die haben so viel Cash. Da spielt das keine Rolle, dann macht man eben solche Infrastrukturprojekte. Aber ob das nachhaltig ist dann letztendlich und ob sich die Menschen dann wirklich diesem Lebensstil dann wirklich auch so öffnen oder positiv gegenüber sind, ich finde das immer noch ziemlich, obwohl die technisch und auch so gesellschaftlich in vielen Dingen uns voraus sind, finde ich in manchen Dingen, finde ich da vieles noch sehr rückständig, das muss ich echt sagen. Gerade was die Rolle der Frauen angeht, da komme ich überhaupt nicht klar drauf. Da bin ich beim ganzen Islam, bin ich da irgendwie immer mit einem großen Fragezeichen unterwegs. Soll jeder machen, wie er will. Ich will niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Aber hey, wir haben irgendwann mal gedacht, Frauen, Männer gleich, weißt du so, gleiche Rechte. Da haben wir uns jahrhundertelang hingekämpft auf diesen Punkt. Und dass es da immer noch so viele, ja, was war es neulich, Proteste wegen Massenhinrichtungen in Saudi-Arabien, das gibt es da nach wie vor. Auspeitschen und Hand abschlagen und diese ganzen Mittelaltergeschichten. Ich komme da nicht drauf klar, wenn ich dann da hier so Scheichs höre, die von Zukunft sprechen und hin und her und gerade eben von der Steinigung kommen und so weiter. Ja. Also wenn der Manuel Neuer so eine rosa Binde hätte, wo Emma draufsteht, dann, und das Frauensymbol, da wären wir eigentlich alle dabei auch, oder? Nö, er soll sich einfach als menstruierender Mann, er soll sich als menstruierender Mann definieren und eine Binde tragen. Nee, das ist wieder, das ist Anti-Emma. Ne, so, aber Robert, das ist Anti-Emma. Emma ist Alice Schwarzer und das ist eben genau nicht das. Also die kritisiert das auch voll, diese Sachen menstruierender Mann. Es gibt Frauen aus der Sicht der Frauenbewegung halt. Ja, ich verstehe schon. Ja.
Der Neuer kriegt es jetzt aber mächtig ab. Ich habe jetzt bestimmt schon 5 Memes gesehen von ihm mit ihm, wo er alle möglichen Dinge und also der wird jetzt nicht glücklich mit dieser Nummer da, dass er gesagt hat, ja, er trägt sie und darf er nicht und so weiter. Aber dafür kriegt er viel Geld. Dafür kann man dann auch mal ein bisschen einen medialen Shitstorm ertragen und immer wieder blöd angequatscht werden. Pff, so what? Ja. Aber ich meine, weißt du, nochmal auf den Punkt gebracht, die Iraner haben bei der Hymne nicht mitgesungen. Ich glaube, das finden die Mullahs nicht lustig. Also denen drohen wirklich harte Konsequenzen, wenn sie wieder zu Hause sind, wie auch immer die aussehen mögen. Aber der DFB kuscht wegen einer möglichen gelben Karte. Ja? Darum ging es hier. Naja, jetzt kein Verbot oder sonst irgendwas. Wenn man am Samstag oder am Sonntag gegen Spanien verliert, dann kann man im dritten Spiel auch die Binde anziehen. Ne? Dann ist die gelbe auch schon egal. Vielleicht ist das der Plan, ne? Naja. However, es gibt eine Sache ist nicht aus dem Boulevardbereich, ist eigentlich aus dem Krimi-Bereich und es ist eigentlich total untergegangen im ganzen WM-Tohuwabohu und Binden-Gelaber. Und zwar ein über 2000 Jahre alter keltischer Goldschatz wurde entwendet. Ähnlich wie damals beim Grünen Gewölbe. Ist er das? Ja, das ist er. Das sind die Ingolstadt, da gab es ein Museum, hier Manching, das ist gleich hier um die Ecke. Da haben die den gefunden, 1999, 483 Münzen, glaubt fast 4 Kilo Gold. Goldwert, Materialwert wären 250.000, aber unbezahlbar ist einfach, ja, weil das auch, ich habe heute ein paar Artikel gelesen, diesbezüglich, wie sich halt irgendwelche Archäologen und wie nennt man die Leute, die sich mit dieser, nicht Archäologen, oh, mein Hirn ist matsch heute, echt, was ist denn das? Ihr wisst schon, wen ich meine, also alle die Kulturbeauftragten, die eben dafür verantwortlich sind und so weiter, Museum und Kultusminister und so weiter, die haben gesagt, was für ein unglaublich unwiederbringlicher Schatz das ist. Das ist wie wenn man einen Teil von der, okay, will es jetzt nicht so hochhängen, aber wenn du ein Stück von der Tutanchamun-Maske abreißen würdest, es kommt auch nicht gut an. Ja? Das ist dann auch unwiederbringlich weg. Und so ist es hier eben auch. Und vor allem auch so wie diese 100-Kilo-Münze, die 2017 geklaut worden ist in Berlin, in diesem Bode-Museum war das, glaube ich. Ich habe neulich eine Doku gesehen. Die Täter hat man zwar geschnappt, aber die 100 Kilo sind weg. Futsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die Täter hier auch schnappt, aber so wie die vorgegangen sind mit dem ganzen, mit der Vorplanung, könnt ihr so ein bisschen auf, was das war heute so, das Erstaunen? Ja, also ey, das ist echt eine Nachricht, die hat mich richtig, richtig zornig gemacht, ja. Denn das ist, du hast jetzt schon gezeigt, wie bedeutsam dieser Schatz ist. Das ist wirklich was Bedeutsames. Das ganze Oppidum Manching, das ist eine der bedeutendsten oder vielleicht die größte Kelten-Römer-Siedlung nördlich der Alpen. Das ist richtig groß, ist schon seit 100 Jahren bekannt. Da wird seit 100 Jahren, gibt es dort Ausgrabungen. Ne? Und dort hat man eben Ende der 90er dann diesen Goldschatz gefunden, der einzigartig ist, auch in seinem als Ensemble. Ne? Und letztens, nicht zuletzt wegen diesem Goldschatz, hat man dann überhaupt erst dieses Museum gebaut, das Kelten-Römer-Museum in den 2000er Jahren. Und es trifft mich zutiefst, dass es wieder nicht, also ein weiteres Beispiel gibt, dass man nicht in der Lage ist, die Kulturgüter zu schützen. Und das ist bedeutend, das ist ähnlich wie im Grünen Gewölbe in Dresden vor ein paar Jahren. Das ist mehr als jetzt nur der materielle Raub sowieso. Es ist auch mehr als jetzt nur rein museale Raub, sondern es ist wirklich, es ist ein Stück von unserer Kultur, von unserer Identität. Und ich habe das bei dem Raub auf das Grüne Gewölbe, Raub ist ja nicht, bei dem Einbruch im Grünen Gewölbe, habe ich das auch schon gesagt, habe ich danach eine Sendung gemacht bei NuFlix und habe damals schon gesagt, es ist vielleicht auch eine Frage der Wertschätzung. Und wenn jetzt eben man daraus auch nichts gelernt hat und es jetzt wieder so ist und jetzt ist es auch in Bayern passiert, da hat man, viele Leute haben damals gesagt, naja, in Sachsen, die haben nicht richtig aufgepasst, naja, in Berlin, da braucht man sowieso nicht wundern. Aber jetzt geht es ums Kelten-Römer-Museum in Manching. Das ist direkt, es ist ein Zweig von der Archäologischen Staatssammlung München. Das ist wirklich renommierte Museen in Bayern. Die sind auch nicht in der Lage, ihre Sachen zu schützen. Und
Und das macht mich wirklich wütend. So, es stellen sich so viele Fragen. Zum Beispiel, das ist der Schatz, der ist sofort in dem Museum so im Boden eingelassen, damit es auch dieses Gefühl hat, es ist im Boden eingegraben. Und darüber ist dann so ein würfelartiger Glaskasten. Und ich frage mich, warum ist es kein Panzerglas? Panzerglas, was du mit einer Axt nicht zerhacken kannst. In Dresden war es auch schon so, da haben wir doch die Aufnahmen auch gesehen, wieder nach 3-4 Schlägen war die Vitrine kaputt und dann bedienen die sich da einfach. Und weil du es auch gesagt hast, Robert, der Dresdner Schatz, also das, was geraubt wurde, die Beute, hat man auch nie mehr wieder gesehen. Die Typen sind geschnappt, die sind auch schon verurteilt, die sitzen im Gefängnis in Dresden, die haben auch durchaus ordentliche Strafen bekommen. Aber die Beute ist halt weg. Und so ist es halt jetzt auch die Chance sehr, sehr gering, dass wir von diesem Goldschatz jemals was wieder sehen werden. Das macht mich einfach zornig, dass man nicht willens, entweder nicht fähig ist oder nicht willens ist, diese Schätze zu schützen. Und vielleicht noch dazu, wie das gelaufen ist. Genau, mit dem Kabel. Man hatte weil man fragt sich ja, okay, wo ist die Alarmanlage? Weißt du, Wachdienst gibt es keinen vor Ort, aber es muss ja dann irgendwie gesichert sein. Es ist auch gesichert. Aber in derselben Nacht haben an einer anderen Stelle in der Kilometer Stadt. Kilometer entfernt. Genau, ganz woanders in manchen, man hat auch schon eben gewisses Wissen, so man wusste schon wo. Jeweils hat man dort einen Technikraum von der Telekom, sind die eingebrochen und haben dort alle Glasfaserkabel zerschnitten. Und dadurch hat die ganze Region, ist die Telekommunikation unterbrochen gewesen. Kein Internet, kein Telefon. Und selbst der Netz-Handy-Betrieb ist stark eingeschränkt, weil manche von diesen Masten auch irgendwie in dieser Infrastruktur mit eingebettet sind. Ja, und dann haben die einfach so mit bloßer Gewalt einfach die Kabel durchgeschnitten. Und dadurch hat dieses Museum den ganzen Nacht keinen Alarm. Ey. Also es ist schon hart, dass auch wieder, wie anfällig unsere Infrastruktur ist und all diese Dinge. Es sind so viele Dinge, wo ich mich empöre, sorry, aber das du musst denken, wenn du Nachtdienst hast, das kostet Geld, da ist dann jemand jede Nacht da, 365 Tage im Jahr, das ist natürlich ein großer Posten für so ein Museum. Dann kostet halt Geld. Wenn er das Geld nicht hat, dann sperrt das Ding in irgendeinen Tresor ein oder so. Genau, und dann hat auch niemand damit gerechnet, dass das Internet nicht funktioniert, ja, dass man das großflächig lahmlegt. Ich kann verstehen, dass die da in dem Moment nicht mit sowas gerechnet haben, aber wo du komplett recht hast. Das gibt keine Rechtfertigung dafür. Weil damit kann man nicht rechnen. Unsere Politiker oder manche von unseren Behörden warnen schon, in diesem Winter kann es Blackout geben. Hey, natürlich muss man damit rechnen. Da muss auch noch ein zweites System sein. Ich spüre den Archäologen in dir. Nur was, naja, das der Archäologe ist in dir. Das ist der Kulturliebhaber. Das ist unsere Geschichte, Leute. So. Du hast, vollkommen recht hast, dass da kein Panzerglas ist. Also wirklich, Panzerglas, nicht Sicherheitsglas, sondern 10-mal mit dem Maschinengewehr draufschießen und ist immer noch nicht kaputt und 10 Stunden mit dem Hammer draufhauen, immer noch nicht kaputt. Also das ist schon der Hammer, dass die das dann einfach, die sind um 1.25 Uhr eingebrochen, die haben die Außentür aufgehebelt und sind nach 9 Minuten mit Beute komplett verschwunden gewesen schon. Tolles Glas. Nach 9 Minuten, brauchst du nicht lange. Eingangstür, innen drin aufbrechen, einsammeln und raus. 9 Minuten waren sie weg. Früher hat man noch einen Wachdienst, da sind Leute noch, weißt du, wir kennen es noch so aus früher im Museum, da gab es dann einen Nachtdienst, aber das ist halt niemand vor Ort. Da ist niemand vor Ort, Alarmanlage geht nicht, weil kein Internet. Echt, super. Das ist der Wahnsinn so. Und das ist einer der bedeutendsten Schätze. Und das ist krass, auch andere Fragen. Kannst du eigentlich heute mit Technik nicht noch viel mehr machen? Also jetzt Panzerglas wäre schon eigentlich das Mindeste. Aber kannst du nicht auch so eine Münze und da einer von denen irgendwie einen Chip dran machen, sodass du zumindest dann das sofort verfolgen kannst? Solche Dinge, ist wirklich gar nichts möglich. Es ist einfach so, dass man dann Schulterzucken hinnehmen muss. Okay, mit so einer kriminellen Energie haben wir natürlich nicht gerechnet. Echt? Damit habt ihr nicht gerechnet? Die haben ja die ganze Zeit schon in Deutschland. Ja? Und das sind jetzt, wir reden, wie gesagt, hier von sauteuren Museen. Hier ist eine Menge Geld reingewandert. Weißt du, wie viel Sorgen man sich machen muss, auch um viel kleinere Werte? Es gibt viel kleinere Museen. Jede Kirche hat irgendwo Kunstwerke in ihren Mauern, ne? Die noch viel weniger Alarmanlagen haben. Das ist jetzt schon das Wichtigste des Wichtigsten. Und selbst das kann man nicht schützen. Und das ist eben nicht zum ersten Mal. Deswegen rieche ich mich so auf. Ja. Ich lache auch gar nicht, weil das lustig ist, sondern weil du dich so herrlich echauffierst. Das finde ich großartig. Echt. Es ist auch beschämend einfach. Ja, das ist so, dass einfach nichts funktioniert. Wir kriegen einfach nichts gebacken, habe ich das Gefühl. Stimmt auch nicht. Nicht alles ist schlecht, aber es ist halt ein weiteres Symptom dafür, dass man sieht, offensichtlich kriegt man nicht mehr alles so hin wie früher. Aber ich finde es so schade, wirklich. Dann allein der Finder, oder das war ja auch eine offizielle Grabung, glaube ich, damals. Die Leute, die das damals gefunden haben und die ganzen Museumsbetreiber, das war ja das Prunkstück. Das ist ja um diesen Schatz herum gebaut worden, das Museum. Das musst du dann erstmal verkraften. Ne? Das ist schon. Mann, das ist so ein Schlag ins Gesicht, ey, wirklich. Ah, echt.
Ob das jetzt natürlich so, dann... So, vielleicht noch ein Wort zu den möglichen Tätern, weil damals beim Grünen Gewölbe, ich habe die Sendung am Tag danach gemacht und da war auch schon klar der Verdacht, wer es ist. Aber ich habe in der Sendung extra nicht drüber gesprochen, weil sie wird zurückhalten. Damals war der Verdacht schon klar, Clan-Kriminalität in Berlin, weil, auch nicht unbegründet, nicht aus Vorteil, weil die halt schon vorher solche schwere Brachialkriminalität gezeigt haben, beim Einbruch ins Bode-Museum, aber auch Überfall damals auf KDW und so eine Spielbank in Berlin auch mal, das sind immer dieselben Leute. Und natürlich ist auch jetzt hier wieder der Verdacht da, dass es mit Clan-Kriminalität zu tun hat. Muss aber auch nicht sein, weil eben wahrscheinlich auch andere organisierte Kriminalität in Deutschland ein wunderbares Rückzugsgebiet hat und einfach sieht, echt, so einfach ist das. Okay, cool, machen wir auch. Ja. Und deswegen ärgere mich das auch, weil die Frage ist, was kommt als nächstes? Und das haben wir bei Dresden schon gefragt und jetzt ist die Antwort, das ist das nächste und das Zeug ist weg. Das kommt nicht mehr wieder. Wir werden vielleicht die Täter fangen. Gut, dann gehen halt 3-4 Leute von der Bande, dem Clan, der Gang, was auch immer das ist, die gehen ins Gefängnis, die sitzen auch ordentlich ab. Aber hey, die Beute ist weg und das ist das Entscheidende. Uns ist nicht geholfen, wenn da irgendwelche Leute im Gefängnis sitzen. Die Beute ist wichtig. Nochmal, GEZ-Gebühren, 214 Millionen Euro, ja, haben uns die paar Minuten Fußball jetzt gekostet. Ja. Ein Bruchteil davon in Sicherheit investiert, würde sowas nicht passieren. Mhm. Aber da sind eben die Prioritäten. Übrigens, GEZ-Medien, habt ihr mitbekommen, die RBB-Chefin, die jetzt übernommen hat, das war doch die Verwaltungschefin von Buro, der sie vom WDR extra jetzt als Ersatz für die Schlesinger nach Berlin geschickt hat, als Chefin vom RBB. Die Dame kriegt tatsächlich 25.000 Euro im Monat und hat aber für ihre gemütliche Zweitwohnung in der Nähe des Senders 1.000 Euro Mietzuschuss abkassiert. Ein Rieseneklat die letzten Tage auch, musst du dir mal vorstellen. Und auch überhaupt gar kein, so nach dem Motto, ja wieso, das steht mir doch zu. Das, also ich habe doch da ein Recht drauf auf diesen Mietzuschuss. Über wie viel Mietzuschuss bekommt ihr im Monat? Wenn das ihr Recht ist, dann ist das ganz normal. Einfach nur dreist genug, das Recht einzufordern. Es ist unfassbar, wirklich. Da kriegst du 250.000, das ist so viel Geld. 25.000, das Zehnfache, noch mehr wie normale Arbeiter. Und dann kriegst du noch einen Mietzuschuss dazu, weil du es dir nicht leisten kannst, deine Zweitwohnung oder wie, weißt du? Und also, das ist dieser ganze Sumpf, dieses ganze. Eigentlich ist es, wie hat es geheißen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Pensionskasse mit angeschlossenem Sendebetrieb, so auf diese Art. Und wenn man sieht, wie viel Kohle da zurückgelegt wird für die Pensionen von diesen ganzen Intendanten, das sind ja Millionen jedes Mal. Alleine der Pensionsanteil von diesen ganzen Gebühren. Und solange das so ist, wird es sich auch nicht ändern. Die Leute schießen sich ja selber nicht ins Knie, oder? Richtig, das ist ein Selbstbedienungsladen. Und da gibt es immer Charaktere, die da ordentlich hinlangen. Ist ja in Ordnung. Ne? Und es sei ja jedem gegönnt. Nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn er sozusagen aus eigener Kraft irgendwie erwirtschaftet, aber das sind halt GEZ-Gelder. Ja? Das ist allgemein Kapital. Ja. Und da ist es wirklich unanständig. Wenn sie gescheites Programm machen würden, wenn man wirklich sagen könnte, das ist eine ausgewogene Berichterstattung, dem Pressekodex nach, dann würde ich sagen, okay, das ist auch noch nicht in Ordnung, aber wir haben wenigstens was davon. Egal an welcher Tages- und Nachtzeit, du zappst einmal durch alle deutschen Programme durch und du kriegst einen Anfall von das kann doch nicht wahr sein, dass dafür unser Programm hergegeben, dass dafür unser Geld hergegeben wird, ja. Entweder ist es Tittytainment, entweder ist es Tittytainment vom Feinsten, irgendwelche Blödelshows auf Pro7 am Samstagabend, wo Gottschalk und Schöneberger irgendwo in welche Kästen drinstehen und Spiele machen und Elten oder der Pilawa oder sonst irgendwas machen. Da wurde mir denke, hey Leute, was ist denn das? Und auf der anderen Seite dann kannst du keine Doku anschauen, ohne dass in jedem dritten Wort Klimawandel, Migration, Gender oder sonst irgendwas kommt. Ich fühle mich großflächig verarscht und betrogen in dieser ganzen Medienlandschaft. Und das müsste doch einfach mal. Nee, das vergiss es. Das ist ein frommer Wunsch, ja. Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch. Aber ich bin nicht der Einzige, dem das auffällt, hoffentlich. Nee, da ist schon Druck auch drauf. So. Der Reformbedarf, der wird schon immer deutlicher.
Aber hier, weil du das gemeint hast, eben mit Pensionskasse. Ich hatte das irgendwann mal recherchiert, kann jetzt aber die Zahlen euch nicht mehr da exakt abrufen. Aber in meiner Erinnerung war es so, dass tatsächlich die Mehrheit von dem ganzen Geld in die Pensionen geht. Also allein die ganzen Alterszahlungen, die du hast, für all die Leute, die da jemals gearbeitet haben, von den Top-Intendanten, die natürlich unglaublich großzügig bekommen. Aber jeder bekommt dort großzügig. Also wenn du da mal warst, als Redakteur gearbeitet hast, dann bekommst du eine richtig schöne Alterssicherung. Und allein das hat sich mittlerweile auch so viel summiert. Das ist, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber einen deutlichen Teil von dem Geld ausmacht, was die GEZ jedes Jahr einsammelt. Deswegen will ja jeder dahin. Deswegen war ja jeder froh und jeder hält die Fresse, wenn er dann irgendwie so einen Job hat, weil er genau weiß, nicht nur, dass sein Einkommen weg ist, sondern seine sichere Pension ist auch weg. Ich bin mir jeder? Nicht jeder. Denn ein kleines Studio im Süden von Leipzig leistet Widerstand. Weil, hey Frank, du warst dort und du hast dann auf diese Hängematte verzichtet, sondern hast deinem Herzen gefolgt, hast gesagt, was anderes ist dann doch wichtiger. Ich hätte diesen Anspruch nie gehabt, weil die Freelancer-Rechtlichen, die Leute, die wirklich arbeiten, also die Kameras halten, am Schnittplatz sitzen und rausgehen und Redakteur spielen und so weiter, die kriegen doch da keine Pension, die sind ja gar nicht festangestellt. Der Öffentlich-Rechtliche hat ja nur so diese sogenannten freien, festen oder festen, freien Mitarbeiter. Aber hättest du da nicht die Perspektive gehabt, irgendwann eine Festanstellung? Ich meine, du warst damals noch ziemlich jung und so, aber wäre das nicht dann so eigentlich so das, was man auch als Ziel dann hat, wenn du ein paar Jahre dabei bist, dass du irgendwann eine Festanstellung hast und einen sicheren Job? Oder gibt es das gar nicht so dort? Was der redaktionell vielleicht irgendwie... Also wo ich schon war, ging das immer mehr so Tendenz, ohne Ansprüche sozusagen. Ja, es hat kein Urlaubsanspruch, keine Pensionsansprüche und so weiter. Kriegst halt irgendwie schreibst eine Rechnung sozusagen. Ja. Aber die verfügen natürlich wie als wärst du da ein Festangestellter. Aber es ist, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das Problem ist ja allgemein bekannt und auch nicht so ganz legal. Aber so halten sie natürlich viele Leute aus diesem Anspruchspool raus. Ja. Aber ja, wir werden verarscht, wo wir nur hinsehen. Und die Prioritäten liegen halt, beim Fußball und nicht beim Bewachen unserer Reichtümer und Schätze. Aber Hauptsache, Wetten, das nochmal neu aufführen, gell? Den Gottschalk haben sie doch neulich auch aus der Mottenkiste rausgezaubert. Habt ihr kurz reingeschaut? Habt ihr es euch angeschaut? Ich habe beim Durchzeppen, bin ich einmal kurz hängen geblieben. Ich habe gar keine Zeit zum Zeppen. Du bist doch selber Medien-Junkie den ganzen Tag. Ja, aber ich zeppe nicht. Das ist ja pure Zeitverschwendung. Wenn ich was gucke, dann weiß ich, was ich gucken will und dann gucke ich mir das an. Nee, doch. Das letzte Mal als Student habe ich gezeppt. Ich habe einen EPG, das nennt sich Electronic Program Guide, in meinem Fernseher drin. Das heißt, wenn ich auf den Knopf drücke, dann habe ich 25 Kanäle dargestellt auf zwei Seiten und sehe dann auch, was läuft, wie lange das schon läuft, was als nächstes läuft. Also elektronische Programmzeitschrift einfach. Und da sieht man ja dann, okay, Wetten, das. Und da habe ich dann einfach, musste ich nicht rechtfertigen. Hunziker hat ein rosa Kleid an, wunderbar. Und Gottschalk immer noch einen bunten Anzug und die Baggerwette auch und überhaupt und so. Du hast es ja nicht zum Spaß geschaut, sondern nur aus beruflichen Gründen, weil wir auch die Popkultur natürlich im Auge behalten müssen. So. Ja, das ist unsere Arbeit. Genauso wie wir Fußball ja nicht zum Spaß schauen. Hey, ich meine, wem macht das Spaß? Das ist Arbeit, genau. Das ist ja Arbeit. Ich empfehle an dieser Stelle bei alexanderwallasch.de einen Artikel, den er geschrieben hat, zu Wetten, dass, so nach Motto, wenn beim ZDF so getan wird, als wäre jetzt alles in Ordnung, nur weil man das große Schlachtschiff Wetten, dass wieder rausholt und sich am samstaglichen, altabendlichen Lagerfeuer medial sich versammelt wird, dann weiß man eigentlich, welche Stunde geschlagen hat. Alexander Wallasch, auch ein guter Journalist. Egal. Medienbashing. Wir können noch ein bisschen über die Grünen können wir noch ein bisschen herziehen, da gibt es auch noch ein paar Sachen. Aber oder wir kommen einfach zu unserem heutigen Gast und wechseln mal wieder das Thema. Große Weltpolitik. Und wir hatten es ja in letzten Sendungen auch schon angesprochen. Es gab vor kurzem ja die Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Und ja, da tut sich viel. Hören tut man gar nichts. Deswegen haben wir uns gedacht, holen wir uns doch heute mal wieder unseren bereits bekannten Auslandskorrespondent aus Brasilien, den Horst, dazu. Ja, hallo Horst, schön dich wiederzusehen. Einen großen Gruß nach Brasilien. Servus. Ich freue mich auf euch, Männer. Endlich mal wieder.
Mensch, Ausgabe 120, da warst du bei uns mal zu Gast hier. Das ist doch ein paar Tage her, 1,5 Jahre roundabout. Was hat sich denn getan da drüben? Kannst du uns kurz so ein Update geben, gerade was Corona betrifft, bevor wir auf die aktuellsten Ereignisse seit der Wahl in Brasilien eingehen? Wie sieht's aus bei dir? Ja, also die Masken wurden seit, glaube ich, Februar, war es nicht mehr angesagt, dass man jetzt in Geschäften oder im Supermarkt oder irgendwo mit Maske rein musste. Man konnte wieder normal herumlaufen. Ich glaube, es ist ungefähr im Februar passiert. Dann ist es von, sagen wir mal, von 90% Maskenträgern ist es dann auf 50% gefallen. Und im Augenblick sind es vielleicht 10%, die immer noch freiwillig Masken tragen. Auch in der Öffentlichkeit oder nur in Gebäuden? In der Öffentlichkeit, ne? Also sagen wir mal, vor allen Dingen ältere Leute, aber auch jeden Alters gibt es immer noch ungefähr 10%, die Masken tragen. Und natürlich die arbeitenden Bevölkerung in Apotheken und oftmals in anderen Geschäften, die wahrscheinlich von ihrem Chef das noch aufgedrückt bekommen. Weißt du, wie es in Arztpraxen ist und in Krankenhäusern? Ja, nämlich auch, Gott sei Dank habe ich nicht viel mit Arztpraxen und Krankenhäusern zu tun. Aber ich glaube auch, dass da es Pflicht ist, ja, immer noch Masken zu tragen. Okay, das kennen wir ja. Was die Impfung angeht, wird immer noch Kampagne gemacht, aber sehr viel weniger. Also ich habe immer gehört, immer noch im Fernsehen und im Radio für Kleinkinder, eine Auffrischimpfung, Boosterimpfung und so weiter. Aber es ist sehr viel schwächer wie noch vor 6 Monaten. Also und es ist natürlich jetzt auch, es ist genauso auch, die Geimpften haben gemerkt, dass, sagen wir so, das nicht so richtig funktioniert mit der Impfung und sind auch sehr unzufrieden. Ne? Also es ist nicht, das ist eben auch ein direktes Thema mit der Wahl, eine direkte Verbindung, weil natürlich Bolsonaro wurde ja immer vorgeworfen, dass er an den 600.000 Corona-Toten verantwortlich ist, weil er die Impfung zu spät begonnen hat oder die Impfstoffe zu spät gekauft hat. Und das wurde ja während des ganzen Jahres, letzten Jahres, 2021, immer wieder wiederholt. Aber das jetzt kurz vor der Wahl, also im September, wurde das immer noch von Gegenkandidaten, auch von Lula teilweise auch noch, aufgeworfen. Aber es hat nicht mehr so gezogen, dieses Argument. Das heißt, viele Geimpfte haben auch wieder Bolsonaro gewählt, obwohl sie vielleicht letztes Jahr ihn nicht mehr gewählt hätten. Ne? Also es war wieder eine Wahlwanderung, die stattgefunden hat dieses Jahr, weil eben die Wirkung des Impfstoffs die Leute dann doch nicht so überzeugt hat. Sie waren also auch teilweise enttäuscht. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, vor rund 3 Wochen waren Wahlen in Brasilien. Bolsonaro hat also wirklich hauchdünn gegen Lula verloren. Hat er denn die Wahlniederlage mittlerweile eingestanden oder steht das auch noch aus? Ja, eben, es steht aus. Also es ist sozusagen, es sind so viele Dinge passiert in den 3 Wochen. Der zweite Wahlgang war am 30. Oktober, also vor 3,5 Wochen. Er hat sich erstmal zurückgezogen, also Bolsonaro hat sich zurückgezogen, hat erstmal gar nichts gesagt, hat seinen Vizepräsidenten oder andere Minister die Übergangsregierung einleiten lassen. Es gibt also eine Kommission von Lula, die schon die Übergangsregierung des Präsidenten-elect schon einleitet, also die verschiedenen Prozesse. Da hat er sich nicht daran beteiligt, hat er alles seinen Minister oder den Vizepräsidenten machen lassen. Und er hat auch in der Öffentlichkeit keine Interviews gegeben praktisch. Und in diesen 3,5 Wochen hat man teilweise den Eindruck gehabt, dass er sich damit abgefunden hat mit der Niederlage. Es war ja nur ein Unterschied von 2 Millionen Stimmen. Also Lula hatte 50,9 und Bolsonaro hatte 49,1% am zweiten Wahlgang. Aber jetzt hat sich in den letzten 10 Tagen vielleicht haben sich so viele Dinge ereignet, dass wahrscheinlich er jetzt sich doch öfters wieder öffentlich melden wird. Und das Entscheidende ist wahrscheinlich, das Wahlergebnis wird in Frage gestellt, ne? Also des zweiten Wahlgangs. Da gibt es also eine Untersuchung und da gibt es Gründe, auch sehr starke Gründe, die dieses Wahlergebnis anzweifeln können. Also was auffällt in den letzten 2 Wochen ist, dass sehr, sehr viele Menschen
offensichtlich ihren Unmut kundtun und auf die Straße gehen. Ich sehe seit 2 Wochen in den sozialen Medien also unglaublich viele Berichte und Videos von Millionen Menschen in ganz Brasilien. Das muss eine riesengroße Bewegung sein. Hier gibt es ein komplettes Medienembargo zu diesem Thema. Ich sehe nirgendwo das Thema Brasilien auch nur ansatzweise in der Berichterstattung. Kannst du uns dann so ein bisschen von der Stimmung erzählen, wie du das selber auch wahrnimmst? Ist das bei dir auch oder ist es nur in den Ballungszentren? Ja, Curitiba ist ja auch eine Großstadt, ist vielleicht nicht die größte, aber hat auch 2 Millionen Einwohner. Also man sieht auch hier sehr gut, was passiert. Man durch den persönlichen Kontakt, also man kann hier auch schon fast unterscheiden, wenn du in ein Restaurant gehst oder eine Kneipe, ist der Wirt jetzt Bolsonarista oder ist er Lulista? Und je nachdem muss man dann aufpassen, was man sagt, ne? Oder man will ja sich mit ihm nicht verderben. Aber im Prinzip Anfang November haben im Prinzip schon viele dann einfach, waren frustriert. Also die Anhänger von Bolsonaro haben es aufgegeben, waren frustriert, war ein bisschen eine depressive Stimmung. Haben also verloren halt, was willst du machen, ne? Aber innerhalb von kürzester Zeit haben dann verschiedene Bewegungen stattgefunden, die du ja schon erwähnt hast, Robert, ne? Also es war zunächst einmal die Demonstrationen vor den Kasernen. Ne? Das heißt, es gibt auch in Curitiba, wie in anderen Städten, gibt es viele Kasernen von der Luftwaffe, aber von der Armee. Und da finden praktisch jeden Tag Demonstrationen. Und die verlangen sozusagen den Eingriff der Armee in den aktuellen Prozess. Also die wollen sozusagen verhindern, dass Lula das Amt übernimmt. Das verlangen die Demonstranten. Das heißt auch dann SOS, Forças Armadas, also übersetzt die Streitkräfte. Die Streitkräfte werden zur Hilfe gerufen. Und das ist eben, was praktisch jeden Tag vor den Kasernen in den brasilianischen Großstädten stattfindet. Curitiba ist auch eine wichtige Garnisonsstadt. Lula war hier auch 1,5 Jahre im Gefängnis, also der Bundespolizei. Er wurde ja inhaftiert im Jahr 2018, 19, ungefähr 18 Monate, wegen Korruption und Geldwäsche. Wurde in 2 Instanzen schuldgesprochen und dann von der obersten Instanz dann eben freigesprochen. Darauf können wir dann später noch eingehen, weil das ist praktisch der Kernkonflikt, der im Augenblick passiert. Auf der einen Seite Bolsonaro, aber auf der anderen Seite können wir sagen, der Mainstream oder vielleicht bei euch in Deutschland würde man sagen, die Altparteien oder in Amerika würde man vielleicht sagen, die Neokons. Jedes Land hat das so seine eigenen. Aber Lula ist nicht alleine. Er hat praktisch die ganzen Parteien links und in der Mitte auf seiner Seite. Und was noch wichtiger ist, er hat den Bundesgerichtshof oder man würde vielleicht auch sagen, das Bundesverfassungsgericht und die obersten Richter auch auf seiner Seite. Und der oberste Richter hat ihn ja dann auch vor 3 Jahren freigesprochen vor diesem Vorwurf der Korruption. Also es ist praktisch dieser Kernkonflikt, eine totale Polarisierung und Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft, die es ja auch in Deutschland oder USA gibt, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung auf der Seite von Bolsonaro und die andere Hälfte auf der Seite von Lula. Boah, das ist wirklich eine scharfe Analyse. Also gerade das mit der Spaltung, genauso nehme ich das auch wahr. Und interessanterweise gibt es das ja gerade in vielen Ländern, aber Brasilien ist ein großes Land und ich glaube, es gibt nur wenig Beispiele, wo das so in die Extreme geht. Und ganz ehrlich, also das irritiert mich schon sehr, wenn man das Militär zur Hilfe ruft, weil eine Militärdiktatur wäre dann definitiv erstmal das Ende von jeglicher Art von Demokratie, ob man dann dafür ist oder nicht. Aber das ist erstmal schockierend. Und gerade Südamerika und auch Brasilien hat seine Erfahrungen mit Militärdiktaturen. Und das finde ich schon heftig, dass da also so viel Druck sozusagen von Demonstranten auf das Militär gemacht wird, dass es da schon so weit ist. Wow, das ist wirklich schockierender Bericht, den du da bringst. Ja, ich würde jetzt, ich habe mir das schon erwartet, dass man eben diesen Vergleich oft macht der Geschichte, also sagen wir mal, die Militärputsch, die es in der Vergangenheit gab, also der berühmteste vielleicht in Chile
1972 mit Allende und Pinochet, aber auch 1964 in Brasilien. Ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich machen kann, weil zum Beispiel die USA, also damals Lyndon B. Johnson, auf der Seite der Militärputsch, des Militärputschs war. Also es gab ja amerikanische Kriegsschiffe, die vor den brasilianischen Gewässern gekreuzt haben und eingreifen wollten, falls der Putsch 1964 nicht gelungen wäre. Und heute ist es eigentlich umgekehrt. Auch ein demokratisch, also von der demokratischen Partei gewählter Präsident Biden, genauso wie Johnson, aber genau umgekehrt. Also Biden hat Bolsonaro gewarnt vor einem Militärputsch und hat sich eindeutig, genauso wie Macron und andere, auf die Seite von Lula gestellt. Also es ist eben nach meiner subjektiven Meinung natürlich, ich weiß, ob man diesen Vergleich immer noch machen kann, diese Rechtsdiktaturen, die es früher in Südamerika gab, und die rechten Bewegungen von heute. Und umgekehrt auch die linken Guerillas und Revolutionäre von früher mit denen, die heute an der Regierung sind in Venezuela oder in Argentinien. Weil eben vieles sich umgedreht hat. Ne? Was vor 30, 40 Jahren links und rechts war, ist heute umgekehrt. Und was falsch und richtig war, ist vielleicht heute auch wieder umgekehrt. Aber natürlich ist es, ich weiß es auch nicht genau. Ne? Aber im Prinzip tut die Partei von, und nicht nur die Partei, aber alle rechten Parteien anführen, dass in der brasilianischen Verfassung sogar es einen Artikel gibt, dass es, falls die Demokratie in Gefahr ist, die Armee zur Hilfe gerufen werden kann. Das heißt, die Armee ist ja nicht mehr die gleiche Armee, die vor 40 Jahren, die vielleicht diesen autokratischen, autoritären Zug hat, sondern es sind ja auch über Jahrzehnte hinweg andere Leute, jüngere Leute, Offiziere, die demokratisch erzogen wurden. Natürlich, eine Armee funktioniert nicht auf demokratische Art, das ist schon klar. Aber die sind auch oftmals Linke, ne? Es sind also auch viele linke Offiziere, die darf man ja auch nicht vergessen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt diesen Vergleich machen kann, ne? wie von früher. Das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt, finde ich sehr, sehr richtig. Dinge haben sich da entwickelt. Aber jetzt mal, wenn man das Szenario mal durchspielt, also angenommen, Bolsonaro und seine Anhänger würden es schaffen, das Militär zu einem Putsch zu bewegen, was wäre denn dann ein Szenario? Ich meine, du hast doch genau, wie du gesagt hast, das Volk ist offensichtlich gespalten. Das heißt, es gibt da auch genauso viele Lula-Anhänger. Und was ist, wenn die auf den Straßen dann sind? Was ist, wenn die dann richtig Rabatz machen? Weil aus ihrer Sicht, die Wahl hat ja offiziell der Lula gewonnen. Es gibt auch eine Wahlkommission. Das sind auch daher, ich kann das aus Deutschland hier nicht beurteilen, wie das in Brasilien ist. Das ist ein Riesenland auch. Aber grundsätzlich ist es ja so, der zivile Teil des Staates, der sowas organisiert, eine Wahl. Und okay, du hast zwei knappe Lager. Einer hat am Ende gewonnen, einer hat verloren. Der verloren hat, ist unzufrieden. Möglicherweise gibt es dann auch Unzulässigkeiten oder Unregelmäßigkeiten, wie man sagt. Das ist ein Riesenland. Ähnlich wie es auch in Amerika war. Aber wenn das Militär dann eingreift, dann hast du doch dann auch eine bewaffnete Opposition auf den Straßen. Dann fängt das Chaos erst richtig an. Und das hat man in Südamerika auch schon öfter erlebt. Also wenn das Militär eingreift, dann kann man das mir nicht erklären, als das ist so Schutz von Demokratie, weil das ist meistens das Ende von Demokratie. Also ich möchte da zwei Dinge dazu sagen. Einmal, wiederum ist es nicht so wie früher, dass jetzt sagen wir so die Revolutionäre von Fidel Castro und von Che Guevara und den Sandinisten in Nicaragua. Das ist nicht in Brasilien im Augenblick. In Brasilien gibt es 5 Regionen und nur 2 davon wurden von Lula mehrheitlich unterstützt. Und das sind die im Norden und Nordosten, die also die dünn besiedelten und ärmsten Regionen. Die hat ungefähr 60% Mehrheit von Lula. Und die industrialisierten, die urbanen Zentren im Süden, Südosten, aber auch die Agrarregionen im zentralen Westen, haben mehrheitlich Bolsonaro gewählt. Das heißt, dieser Widerstand nach einem Putsch, dass sozusagen linke Demonstranten dann eben gewalttätig werden würden, ist fast ausgeschlossen. Ich würde es nicht völlig ausschließen, aber man hat es gemerkt, in den letzten Wochen vor der Wahl haben sich die Anhänger von Lula fast gefürchtet, in Curitiba sich öffentlich zu zeigen, weil sie so stark in der Minderheit waren. Das heißt, die im Süden, wo er auch europäisch besiedelt ist, und Südosten, wo Rio de Janeiro und São Paulo die größten Städte Brasiliens sind, ist die Mehrheit auf der Seite von Bolsonaro, sodass man schon fast Mitleid haben muss für den Anhänger von Lula, obwohl sie ja
theoretisch ja in der Mehrheit sind oder wirklich auch in der Mehrheit sind, knapp 1% mehr sind, sind sie das hauptsächlich in den armen Vierteln und in den armen Gebieten im Norden und Nordosten. Und ich möchte aber doch noch was zu der Wahl sagen, nämlich die Definition oder die Benutzung des Wortes Putsch ist eben auch historisch belegt. Das heißt, es wurden immer Putsch gemacht von Generälen in der Vergangenheit, wie Pinochet oder auch Stroessner zum Beispiel in Paraguay, die Militärs waren in dieser alten Art und die natürlich das Recht gebrochen haben, weil das natürlich die Verfassung wurde gebrochen. Es wurden ja die Demokratie, wurde sich ja drüber hinweggesetzt. Diesmal, obwohl natürlich immer die Verleumdung, auch in Deutschland zum Beispiel, werden die Leute von der AfD zu Recht, aber meistens zu Unrecht, als Rechtsradikale verleumdet. Genauso passiert das gleich in den USA oder in Brasilien. Das heißt, die heutigen Rechten, zumindest die Mehrheit davon, sind liberal-konservative, die sich innerhalb des Gesetzes und Rechtes bewegen möchten. Das heißt, sie drehen den Spieß um. Sie sagen, nein, die Linken haben den Putsch gemacht. Das heißt, Lula war eigentlich schon verurteilt worden wegen Korruption. Und ein ihm sympathischer Richter hat ihn wieder rausgeholt. Er hätte gar kein Präsident werden dürfen, weil er ja eigentlich schon verurteilt wurde. Mhm. Und wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Und lasst mich noch kurz die zwei wichtigsten Argumente bringen, die jetzt in dieser Woche angeführt wurden, um nachzuweisen, dass der zweite Wahlgang praktisch nicht korrekt durchgeführt wurde. Das heißt, in dieser Woche oder vorgestern hat die Partei von Bolsonaro, die liberale Partei, die übrigens lustigerweise vor 15 Jahren den Vizepräsidenten von Lula gestellt hat, also sind die Brasilianer sehr flexibel, ne? Was der Feind von gestern ist, ist der Freund von heute und auch umgekehrt. Aber egal, es ist natürlich verständlich, menschlich verständlich, dass eine Partei, die im Prinzip die Präsidentenwahl verloren hat, jetzt nochmal nachfragen will, ja, jetzt überprüfen wir nochmal die Wahlurnen, ob das auch richtig funktioniert hat. Das ist ja auch legitim, kann man auch verstehen, dass sie das wollen. Und das haben sie jetzt gemacht. Das heißt, sie haben, wie ihr vielleicht wisst, in Brasilien werden elektronische Wahlurnen benutzt, sodass man die 120 Millionen Stimmen innerhalb von 5 Stunden ungefähr auszählen kann. In einem Gebiet, das 24 Mal größer ist als Deutschland. Ne? Hört sich eigentlich recht effizient und schnell an. Aber diese elektronischen Wahlurnen unter Umständen können auch Probleme mit sich bringen. Das heißt, diese Partei, diese liberale Partei von Bolsonaro, hat jetzt eben Experten angestellt von der Luftwaffe, das sind also Techniker, die sich damit Elektronik auskennen, haben diese Wahlurnen untersucht. Und das Ergebnis war, dass 40% aller Wahlurnen neue Wahlurnen sind, die ab 2020 hergestellt wurden. Und alle anderen, also 60% alte Urnen waren, die zwischen 2008 und 2015 hergestellt wurden. Und jetzt haben sie eben festgestellt, dass die alten Urnen, die kann man ja dann sozusagen, man will ja nachzählen, man will ja sozusagen überprüfen, ob jetzt wirklich das Wahlergebnis stimmt, so wie es ja dann auch verkündet wurde. So, da muss man sozusagen dann alle nochmal nachzählen, natürlich nicht von Hand, aber über ein Computerprogramm. Und da war es eben nicht möglich. Das heißt, sie haben nur versucht, naja gut, wir akzeptieren ja die Wahl, aber wir möchten halt nochmal nachzählen, um sicher zu sein. Und sie haben bei den alten Wahlurnen festgestellt, dass es nicht möglich war, dies nachzuzählen über ein Computerprogramm, weil die Identifikationsnummern von jeder Wahlurne identisch waren. Und das ist äußerst ungewöhnlich, dass 300.000 Wahlurnen, also so kleine Kästchen, alle die gleiche Identifikationsnummer hatten. Und deswegen war es nicht möglich, diese Stimmen noch einmal nachzuprüfen. Das heißt, die Partei von Bolsonaro
stellt noch nicht die Wahl in Frage, aber sie sagt zumindest, entschuldigt mal, aber wir können es ja nicht einmal nachprüfen, ob es überhaupt stimmt. Ne? Genauso wie ein Ingenieur oder ein Techniker irgendeine Berechnung macht und er kann sich ja irren, das ist ja menschlich, dann kann man es ja nochmal nachrechnen. Aber diese Nachrechnung oder diese Nachzählung dieser 60% der Urnen ist nicht möglich. Und jetzt kommt es noch zum Schluss. Diese 60% der alten Urnen haben eine Mehrheit für Lula gebracht und die 40% der neuen Urnen haben eine Mehrheit für Bolsonaro gebracht. Hm. Ja gut, vielleicht sind die alten Urnen halt in den armen Vierteln gewesen, die, wie du sagst, überwiegend den Lula wählen. Aber ich meine, so oder so, wenn ich mich richtig entsinne, hieß es in diesem Abschlussbericht von dem Militär, die haben gesagt mit diesen Wahlurnen, ja, sie können Wahlbetrug nicht ausschließen. Und du hast es jetzt genau auch noch erklärt, warum, weil man es eben nicht nachkontrollieren kann. Aber jetzt ist ein neuer Bericht, ne? Ist von dem Militär, das war schon zwei Wochen alt. Aber es ist aber auch kein Beweis, dass es irgendwo jetzt tatsächlich Wahlfälschung gegeben hat. Also ein Beweis ist es natürlich nicht. Ja. Na, es ist eben dadurch durch die Spaltung, die Polarisierung und auch teilweise die Arroganz der jeweiligen Gegner, ja, das ist hat das. Jetzt der oberste Richter, nennen wir ihn mal Alex, ne, er heißt eigentlich Alejandro de Moraes, er ist sozusagen der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der hat jetzt gesagt, na gut, jetzt können wir ja machen, ne? Also jetzt hier haben wir den Antrag auf eine Verifizierung der Wahlurnen, hat er sich angeguckt und hat er gesagt, ja gut, aber jetzt wollen wir mal den ersten Wahlgang auch noch verifizieren. Und der erste Wahlgang hat natürlich, das wisst ihr jetzt vielleicht nicht, der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang ist, dass im zweiten Wahlgang sehr viel weniger Stimmen ist, weil ja nur die Stichwahl benutzt wird. Das ist ja logisch. Im ersten Wahlgang sind also alle Gouverneure, alle Senatoren, alle Abgeordneten und auch der Präsident und auch alle Kandidaten. Also sind also sehr viel mehr Stimmen. Und im zweiten Wahlgang sind es also nur die Stichwahlen, sind also sehr viel weniger Auszählungen notwendig. Ne? Also hat praktisch der oberste Bundesrichter, um natürlich wieder einen Vorteil auch für seine Seite herauszubringen, gesagt, na jetzt du mal den ersten Wahlgang auch noch durchzählen. Ne? Aber er hat eben eine Frist von 24 Stunden gezählt, die unmöglich war einzuhalten, sodass er sozusagen auch gesagt hat, naja, vergiss's. Ne? Also es ist, was ich damit sagen will, ist, das natürlich kann man vielleicht auch vergleichen mit der Wahl in Berlin. Ne? Die wird ja jetzt auch wiederholt. Das kann ja immer mal vorkommen, dass irgendwas passiert. Ob jetzt Manipulation passiert ist oder nicht, könnte man ja nachprüfen. Aber das Problem ist halt, dass sich diese Radikalisierung oder diese Spaltung schon seit Jahren angehäuft hat. Das heißt, die eine Seite gönnt der anderen Seite nicht die Wurst aufs Brot. Ne? Und dadurch, dass natürlich im Augenblick, wie es auch in Deutschland, der Mainstream, ob das jetzt die Medien sind, ob das die Altparteien sind, ob in anderen Ländern ist das ähnlich, und oftmals auch die Justiz, die ja dann auch mit dem Mainstream mitschwimmt, das hat man ja auch während der Pandemie gesehen, dass es nur in Ausnahmefällen Richter gab, die da irgendwie anders entschieden haben, sodass natürlich die Aggression zwischen beiden Seiten immer höher, immer größer wird, weil natürlich die Macht haben, die Mehrheit haben, offensichtlich oder auch in Wirklichkeit oder wahrscheinlich die Mehrheit haben, das immer ausnützen. Ne? Und deswegen die Minderheit, die sozusagen immer verarscht werden, das ist natürlich dann das Wutpotenzial, das ja in Deutschland auch schon sehr hoch ist und in Amerika auch schon sehr hoch ist. Diese Wahrnehmung, dass man nur noch verarscht wird, ne? Das ist eben eine gewisse Zeit lang durchzuhalten. Nur wenn es immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert, dann entlädt es sich halt. Ne? Und dann kann natürlich passieren, dass wenn die Armee zu der Überzeugung kommt, dass es eigentlich nicht mit rechten Dingen zugeht, dass eigentlich Lula nicht Präsident sein sollte, außerdem, weil er ja auch schon verurteilt wurde und so weiter, und weil er von Leuten unterstützt wird, die das ja eigentlich nur ihrer Machtausübung zu verdanken haben, ne? ihre Mehrheit, dann kann es natürlich passieren, ähnlich wie in den USA, Trump hat ja auch seine Wahlniederlage ja auch nicht gleich akzeptiert, hat er auch diesen Sturm aufs Kapitol gemacht, ne?
Und deswegen kann natürlich passieren, dass man 4 Jahre abwartet bis zur nächsten Wahl, natürlich. Es kann aber auch sein, dass die Geduld am Ende ist und man versucht, jeden Schritt, den Lula macht, genauso wie bei Biden, jeden Schritt, den Biden macht, versucht, die Republikanische Partei auszunutzen und ihn fertig zu machen. Ne? Ob, vielleicht Impeachment, vielleicht schon in 2 Jahren. Oder eben in dieser Woche, das ist auch eine neue Information, in dieser Woche hat ein Bundesrichter, jetzt in diesem Fall von dem Rechnungshof, vom Bundesrechnungshof hier in Brasilien, ein Video auf YouTube gestellt. Und er hat davon gesprochen, dass er Kontakte zu den obersten Militärs hat. Und er hat aber auch Kontakte zu den Demonstrationen. Demonstrationen werden ähnlich wie in Kanada, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in Kanada vor einem Jahr wurden die Demonstrationen der Lkw-Fahrer oftmals auch von Unternehmern, von Transportunternehmern und von Agrounternehmern finanziert. Das passiert in Brasilien auch. Das heißt, er hat Kontakte. Der Reichtum von Brasilien, der ist praktisch basiert auf der Landwirtschaft, auf den großen Agrounternehmen. Und die entscheiden dann unter Umständen auch, wer Präsident wird oder nicht. Ja. Das heißt, dieser Bundesrichter des Rechnungshofs hat ein Video auf YouTube gestellt und hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass in den nächsten Tagen dieses Eingreifen des Militärs passieren wird. Du, eine letzte Frage zu diesem Richter, zu diesem Alexandre de Moraes oder wie der heißt. Da ist ein Video aufgetaucht von einer Konferenz, zu der er nach New York aufgebrochen ist und hat dann da vor dem Konferenzzentrum auch auf eine Gruppe von Demonstranten, ist da gestoßen auf Demonstranten, hat ziemlich brüsk mit denen da gesprochen, so nach dem Motto, hey, was willst du hast verloren, du Loser. Das kam nicht so gut an. Der scheint den Lula ziemlich zu unterstützen. Kannst du uns helfen, was das für eine Figur ist, also den mal ein bisschen einzuleuchten, weil der ist ja der oberste Richter und der ist auch bis 2043 sogar im Amt, also fast auf Lebenszeit. Hängt das vielleicht alles an ihm, dass das, was er bestimmen wird, dann mehr oder weniger auch den Ausgang der Wahl mitentscheiden wird? Ja, also ich muss sagen, ich muss jetzt auch aufpassen, dass er nicht dafür sorgt, dass ich nicht mehr hier wohnen darf. Ne? Also so, das ist sicher ein sehr mächtiger Mann. Okay, dann drücken wir uns ganz neutral aus, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, es wurde ja immer diese Scherzchen gemacht von der Angela Merkel, die den obersten Richter da irgendwie auch eingesetzt hat, da im Verfassungsgericht. Wahrscheinlich hat der noch mehr Macht wie der in Deutschland. Aber es ist eben die Frage, ne? Also wann irgendwann die Grenze überschritten ist. Ne? Das heißt, letztendlich ist es ja doch wiederum die Wirtschaft. Das heißt, wenn ein Land wirtschaftlich gut funktioniert, dann lässt man vielleicht auch jeden regieren oder vielleicht auch jeden obersten Richter sein, auch der vielleicht irgendwelche verrückte Ideen hat. Ne? Also es ist vielleicht so ähnlich wie Habeck. Vielleicht, ne? Also man, solange es gut geht, lässt man ihn machen. Ne? Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel mit Habeck dann. Aber auf jeden Fall ist eben auch die Sorge, dass jetzt diese Übergangsregierung, die Lula ja schon eingesetzt hat, also der President-Elect, das ist ja in den USA so ähnlich, die 2-3 Monate, bis es soweit ist, tun die schon mal ein bisschen anfangen. Und die haben jetzt eben schon vor, eine Verfassungsänderung zu machen. Also die neue Regierung von Lula will eine Verfassungsänderung machen, um zusätzlich 200 Milliarden Dollar oder Real, weiß ich jetzt nicht genau, aber 200 Milliarden auszugeben, also so Art, bei euch hieß es dann Sondervermögen, ja, also Schulden zu machen. Und das ist für die meisten Unternehmer und Wirtschaftsbosse nicht zu akzeptieren, weil das natürlich die Inflation unheimlich antreiben würde. Das heißt, im Augenblick ist die Inflation niedriger als in Europa, in den meisten Ländern Europas. Es passieren die Inflation geringer. Aber die Besorgnis ist eben, dass auch die Wirtschaftspolitik von Lula und auch jetzt diese Kumpanei, die er mit Venezuela hat, das ja im Prinzip eine Linksdiktatur ist und 6 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela sind ja geflohen, auch nach Brasilien, dass diese Politik von Lula eben auf Deutsch gesagt Brasilien auf den Arsch bringen wird, sodass
wenn man einen moderateren Kandidaten ausgesucht hat, von mir aus auch, was heißt von mir aus, auch von der linken Seite, ne? Aber man hat jetzt ausgerechnet jemanden, der schon verurteilt wurde und der so radikal und extrem ist, es scheint fast Absicht zu sein. Ne? Also ich habe immer diese Verbindung. Für mich ist Trump wird immer mit Bolsonaro verglichen und Biden sollte man auch mit Lula vergleichen oder diese Verbindung bringen. Ne? Für mich erscheint es, dass es fast Absicht ist, einen Kandidaten wie Lula zu bringen, damit möglichst danach wieder einer von der anderen Seite kommt. Mhm, verstehe. Das erscheint es mir. Ja, also es ist nicht nur die Frage jetzt die Politik, also ob man jetzt sagen wir, die linken Ideen gut findet oder die rechten Ideen gut findet. Es ist halt dann auch letztendlich entscheidend, ob dann eben die Wirtschaft läuft, ne? Und die Brasilien hängt eben in erster Linie von dem Agro-Business ab, also von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Und dann ist eben die Frage, ob man jetzt wirklich dieses Wahlergebnis akzeptiert oder ob man jetzt noch so weitermacht. Also ich habe mich selber gewundert, dass diese Demonstrationen so stark sind, dass die Leute es nicht einfach hinnehmen, ne, dass sie jetzt verloren haben. Sie sind jeden Tag sind auf der Straße. Ne? Jeden Tag sind sie auf der Straße. Und sie sind nicht, der Brasilianer ist eigentlich nicht aggressiv oder so politisch interessiert. Ne? Aber es ist eben eine grundsätzliche Frage. Ne? Es ist vielleicht eine Frage der Eigenverantwortung. Das ist ja eben die eigentlich, dass man jetzt mit dem neuen Rechts verbindet, ne? Die Eigenverantwortung wählt rechts und derjenige, der vom Staat abhängig sein will, wählt links. Das ist irgendwie die Definition. Und deswegen sind die meisten Menschen in Curitiba für Bolsonaro. Auch Lula hat ja hier auch gesessen im Gefängnis, also gibt auch von daher keine Sympathie für ihn, gab es nie, weil der Süden von Brasilien eher immer auf Eigeninitiative, auf unternehmerische Eigeninitiative gebaut hat. Mhm. Kann man jetzt nicht zu verallgemeinern, ist klar. Mhm. Ne? Aber im Norden war halt immer das notwendig, von sozialen Programmen abhängig zu sein. Ich habe mal noch eine andere Frage. Was ja die ganze Welt gerade bewegt, ist Fußball. Und Brasilien ist ja eine fußballverrückte Nation. Und endlich mal eine WM im Sommer. Ja, wie kommt denn das an in Brasilien? Ist da gerade Fußballstimmung oder spielt das gerade nicht so eine Rolle? Ja, es ist die erste Phase, es ist die Gruppenphase, ist eigentlich noch, passiert ja noch nicht viel. Ne? Es sind ja sozusagen Saudi-Arabien gegen Argentinien und Japan gegen Deutschland. Ne? Es ist praktisch Spiele, die man eigentlich lieber nicht angucken möchte. Aber natürlich, morgen ist Brasilien-Serbien. Serbien ist ja nicht so schwach. Aber im Augenblick, was ich gemerkt habe, ist eigentlich das Interesse für Fußball, für die Fußballnationalmannschaft hat sehr stark abgenommen in den letzten Jahren, weil die Liebe des Brasilianers für den Fußball ist eher für das eigene Team, ne? Nicht für die Nationalmannschaft. Mhm. Und natürlich die Enttäuschung, ne? Seit 20 Jahren wurde nichts gewonnen, obwohl man ja diesmal unter den Favoriten ist. Ne? Es wird ja, so wie ich gehört habe, Brasilien, Argentinien auch und Portugal als Favoriten gezählt. Ja, das von Belo Horizonte, das Spiel, das steckt wahrscheinlich noch in der Seele der Brasilianer drin. Das kann natürlich sein. Naja, das ist eben, also ich glaube, dass die Nationalmannschaft auch die Enttäuschung für Neymar, der ja immer der Größte war, ne? der Spitzenfußballer, ist eben auch sehr groß gewesen. Ne? Sodass die hat 20 Jahre, das letzte Mal, wo Brasilien einen Titel gewonnen hat, 2002. Das ist einfach schon zu lange her. Ne? Natürlich, der Frank hat recht, dass es jetzt im Sommer ist, da kann man natürlich mehr Bier trinken, weil es heißer ist, man kriegt mehr Dusch. Ne? Aber es scheint im Augenblick niemanden zu interessieren. Es scheint wirklich eher immer noch um Politik zu gehen. Ne? Da bin ich ja auch wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Weil, also soweit ich das mitbekommen habe, lieben die Brasilianer ihre Seleção auch schon sehr. Und die ganzen Topspieler spielen sowieso in Europa. Und wenn die dann einer Mannschaft sind, ja, man hat halt jetzt seit 20 Jahren nichts mehr gewonnen, obwohl man eigentlich die größte Fußballnation der Welt ist. Aber jetzt hat man eigentlich eine ganz vielversprechende Mannschaft, die auch als Favorit in das Turnier geht. Und ich schätze, wenn die sportliche Entwicklung läuft, dann wird das bestimmt auch einen Drive haben. Was ich mich dann frage, ist, ganz viele von den Leuten in dieser Pro-Bolsonaro-Bewegung, auch auf den Demonstrationen, und wir haben ja die Bilder gesehen, ganz viele von denen halten ja auch ständig die brasilianische Flagge hoch und haben auch
die Fußballtrikots an, kommen in diesen gelben Trikots. Wie vermischt sich denn das jetzt dann, wenn Fußball ist und eigentlich haben doch alle Fußballfans dann diese Trikots an? Kann man das dann irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten, was auf den Straßen passiert? Das ist eben noch. Wir wissen es nicht, es wird spannend, halt, wie schätze sein. Ne? Ja, ihr seht ja die Fahne. Ich habe mir die Fahne gekauft 2002. Ich hatte noch eine andere, die von 1998. Da gab es auf eine WM. Ich habe das noch nie erlebt, dass die Fahne als für eine politische Partei benutzt wird oder missbraucht wird. Aber es ist das erste Mal, ne? Das erste Mal seit der Pandemie, auch während der Pandemie wurde die Intervention des Militärs gefordert vor den Kasernen. Interessanterweise war ja Bolsonaro an der Macht und trotzdem, das ist ja sozusagen, es ist ja ein bisschen widersprüchlich, ne? Es wird sozusagen eine Rechter ist an der Macht und es wird trotzdem das Einschreiten des Militärs. Was meinst du? Entschuldigung, war im Hintergrund, alles gut. Ah, okay. Nein, das ist eben widersprüchlich und es ist eben nach meiner Ansicht, dieses Links-Rechts-Denken erklärt die Sache nicht hundertprozentig. Ich glaube, man muss von Mainstream und von ein bisschen von Widerstand, also von Trump ist ja auch kein typischer republikanischer Kandidat und das ist in Deutschland eben, dieses Parteiensystem ist sehr viel unbeweglicher. Ne? Also in anderen Ländern ist eben das beweglicher und in Brasilien ist es fast egal, welche Partei du wählst. Die kann heute links sein und morgen ist sie rechts und übermorgen ist sie wieder links. Ne? Im Prinzip hat sich, glaube ich, diese Wut gegen das Establishment hat sich in den letzten Jahren angehäuft. Genauso wie es eben auch die Trufer-Bewegung gibt, ne, bei euch. So dass, glaube ich mal, nicht von links und rechts allein erklärt die Sache nicht. Ne? Es ist irgendwie ein Widerstand gegen das System. Ja. Tja, aber kann die Antwort wirklich sein, das Militär zu rufen? Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Weil ich, na eben, es da ist eben. Da ist dann Schluss mit Freiheit, wenn das Militär. Wenn du deine Politik mit dem Schutz des Militärs durchsetzen musst, ist an sich schon. Ja, aber keine Moment, was wäre, wenn der Fall, wenn festgestellt wird, dass die Regierung bewusst beschissen hat und das Militär kommt, um die korrupte Regierung mehr oder weniger einzusacken? Das wär jetzt kein Putsch, wo die Juntas quasi übernehmen möchte, sondern die würden ja dann das Gesetz umsetzen, dass die Rechte. Aber da allein das, wenn du das Recht mit dem Militär durchsetzen musst, hast du keine Freiheit mehr. Also dann. Ja, aber das ist die höchste Autorität. Das ist das Krasse. Und ich, ganz, ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, was da passiert. Aber weil vorher auch hier, Horst, du auch vorgelesen hast, hier von diesem einen Ex-Richter, und ich habe es nicht genau mitbekommen, der so gemeint hat, morgen hast du gesagt, da wird das Militär am Start sein. Vielleicht ist es aber auch nur Wunschdenken, weil ähnliche Dinge haben wir in Amerika auch ganz oft gehört, wo auch mal die Gerüchte gingen, ja, hey, morgen ist das Militär am Start und so weiter. Und ich glaube, alle Signale, die ich bisher so wahrnehme, und ist das Militär in Brasilien, sagt, hey, wir halten uns raus. Hey. Es ist die Frage, wer die Macht hat. Ne? Wer die Macht hat, wer die Militär, nicht nur die Militär, sondern die wirtschaftliche Macht hat. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass das, wenn das Militär einschreitet, dass es dann lange die Macht behalten würde. Das ist natürlich nicht garantiert, das ist klar. Aber wenn es eben eine gewisse Zeit lang die Sache dann wieder in Ordnung bringt und dann wieder demokratische Wahlen ausschreibt. Es ist eben so, dass wenn du, unabhängig von Brasilien, wenn du in einem Land wohnst, wo die Korruption einen Stand erreicht hat, wo alle Institutionen korrupt sind, ganz egal, wo du hinguckst, dann ist es vielleicht so, dass man schon fast von organisierter Kriminalität in allen Bereichen sprechen kann. Und dann kannst du eigentlich vielleicht nur noch auf Wildwestmanier mit Polizei und mit Militär die Sache einigermaßen wieder in Ordnung bringen, weil die demokratischen Institutionen von sich aus vielleicht nicht mehr reformierbar sind. Das ist gut möglich, ja. Ja. Aber das bezeichnet dann eben, boah, wie traurig eigentlich der Zustand ist, für so ein großes Land wie Brasilien. Ne? Na, ich würde das nicht auf Brasilien beschränken. Also ich weiß nicht, ob der Zustand von Deutschland so viel weniger traurig ist. Hey, aber ich meine, vom Militär sind wir weit weg. Also das kann ich mir. Na, ist klar, das ist klar. Das ist ja eine ganz andere Situation, das ist klar. Die Bundeswehr wird da nicht viel
Also dann gibt es jetzt in Deutschland keine Sorge, dass die Bundeswehr da irgendwas macht, weil wir haben nichts mehr in dem Sinn. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, dass quasi der Zustand in unserem Land dem ähnelt. Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja dann eher dann in der Verschwörungstheoretiker-Szene dann eher von anderen Armeen, die dann unter Umständen in Deutschland Ordnung schaffen würden. Ja, die Rede, das ist auch unbedingt von der Deutschen. Aber es ist eben die Frage, ob wir nicht, sagen wir mal, an einem Scheidepunkt sind, ne? Unabhängig, was wir jetzt diese kleinen Details besprochen haben, ob wir nicht in einer so starken Krise der europäischen Zivilisation stecken, die also nicht nur jetzt, sagen wir mal, seit dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht sogar schon die Europäer so in einer so starken Identitätskrise sind, die vielleicht die letzten 500 Jahre nicht so stark war wie im Augenblick. Ne? Dass wir eine neue Weltordnung haben, die sich vielleicht nach Asien transportiert und dass vielleicht das der eigentliche Grund ist, ne? Dass diese Bedeutungsverlust, natürlich in Brasilien sind ja auch europäische Siedler, die Macht haben, also Südamerika, Nordamerika, Europa sind ja praktisch die gleiche, eine sehr ähnliche Kultur, dass vielleicht das der Grund ist, warum die Demokratie eben in dieser Krise ist, dass es eine so starke Krise ist, die durch die letzten Jahrhunderte nicht mehr so stattgefunden hat. Ne? Kluger Gedanke. Aber ich sehe es, ist wirklich noch größer, weil es ist wirklich weltweit. Wir haben schon ein paar Mal in der Sendung ja drüber gesprochen. Thailand ist ein gutes Beispiel, wo du auch diese Unversöhnlichkeit hast. Und in der arabischen Welt hat man das auch gesehen, arabischer Frühling und Religionsparteien, was da in Ägypten gelaufen ist vor ein paar Jahren. Und da hat dann auch letztens das Militär eingegriffen, aber das war ein riesen Blutbad. Da sind an einem Tag in Kairo über 1.000 Leute umgebracht worden. Danach war dann auch wieder Ruhe, aber wow. Das wünsche ich Brasilien nicht so. Es gibt da ein brasilianisches Sprichwort, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber es ist ungefähr, was du nicht über Liebe lernst, musst du über den Schmerz lernen. Und das ist vielleicht, weiß ich nicht, ne, aber es ist oftmals so, unabhängig, ob es Brasilianer sind oder nicht, lernen die Menschen vielleicht nur durch die Krise oder durch den Schmerz. Sonst freiwillig machen sie es vielleicht nicht. Aber klar, besser wäre es immer, wenn man es freiwillig machen würde. Aber es sind schon viele Leute, die daran zweifeln, ob die Demokratie noch reformierbar ist. Ne? Weil ob da jetzt die Partei wählst oder andere Partei, ist eigentlich dann fast egal. Und die einzige Hoffnung ist jetzt noch bei diesen Außenseitern wie Trump oder Orban oder Bolsonaro oder Meloni oder wer auch immer. Ob die natürlich dann die wirkliche Verbesserung bringen, ist auch nicht hundertprozentig klar. Ne? Aber es ist praktisch so eine Art Hoffnung. Ne? Vielleicht immer noch besser, wie wenn es totales Chaos oder Bürgerkrieg oder allgemeiner Krieg passiert. Ne? Aber im Prinzip müsste man schon reformieren. Einer müsste jetzt mal anfangen. Ne? Aber es passiert eben nichts. Ne? Denkst du denn, dass die Blockaden, die jetzt durch die LKWs stattfinden, dass die längerfristig oder kurzfristig das Versorgungssystem gefährden könnten in Brasilien? Weil da geht ja dann doch nichts mehr, wenn die ganzen Straßen dicht sind, die Hauptlieferungen. Es ist ähnlich wie in Kanada. Ne? Es war auch der Alexandre de Moraes, ähnlich wie Trudeau, will die Konten dieser LKW-Fahrer sperren, also will ihnen sozusagen das Geld abgraben, die Bankkonten sperren und auch ihre Finanzierer, also die Transportunternehmer und die Agrounternehmer, ist sehr ähnlich wie Kanada. Ne? Also es ist eben so, es ist wiederum ein Konflikt, der ein Armdrücken, ne, zwischen den beiden Seiten. Deswegen, es gibt, keiner will nachgeben. Ne? Das ist eben die Kultur, es ist ja fast schon ein Kulturkrieg. Ne? Die Ideen der Linken, was jetzt Feminismus angeht oder Gender oder andere Dinge, Migration etc., ne? Sind so unterschiedlich von den Vorstellungen der Rechten, dass es fast eigentlich gar nicht mehr möglich ist, in dem gleichen Land zusammen zu leben. So erscheint es mir. Ne? Das hat sich in den letzten 10 Jahren so stark entwickelt, dass es vielleicht sogar besser wäre, das Land zu teilen und das eine Teil des Landes geben an das andere. Und das passiert wahrscheinlich auch. Es gab ja diese, auch während der Corona, die Ungeimpften wohnen in Sachsen und die Geimpften wohnen im Rest oder so ähnlich. Das sind natürlich reine Fantasien. Aber im Prinzip erscheint es mir eher so, das ist natürlich meine persönliche Meinung, dass die Linken, die insgesamt die Wirtschaft so auf den Grund bringen werden,
sodass automatisch die Rechten früher oder später übernehmen werden. Wie man ja, sag mal, jetzt bei eurer Koalition sieht oder wie man bei beiden sieht, das sieht danach aus. Ne? Das ist eigentlich, man müsste eigentlich nur abwarten, ein bisschen Geduld haben, noch ein paar Monate oder Jahre, und die Rechten werden automatisch übernehmen. Hm. Naja, aber Trump und Bolsonaro waren beide auch schon im Amt. Und also, die hatten ja auch schon ihre Chance, so ist es nicht. Ja, ja, aber sicher. Lass uns langsam zum Ende kommen. Großartig, dass du ja warst. Waren echt sehr viele interessante Gedanken von dir da. Du hast da viel drüber nachgedacht, du bist dort informiert und wichtig, dass du uns hier deine Eindrücke dort schilderst. Ey, ich wünsche dir wirklich, dir und dem ganzen Land Brasilien, dass es nicht zu diesem Bruch kommt, sondern dass man irgendwie vielleicht doch wieder zu einer Einheit findet, sich irgendwie zusammenrauft, auch wenn es jetzt, ja, es ist mein Wunsch. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich das jetzt so genauso erwarte. Aber ich wünsche euch auch einfach gute Vibes vom Fußball. Früher war Fußball irgendwas, was die Menschen zusammengebracht hat, auf der ganzen Welt, auch in einem Land. Man feiert zusammen, diese Emotionen, was ganz Einfaches. Jedes Kind kann es verstehen, um was es geht. Aber heute ist wirklich der Zeitgeist komisch. Es geht auch im Fußball heute um andere Dinge. Aber Brasilien wünsche ich das auch. Eine gute WM, einfach von den Vibes her, also dass die Menschen auch ein paar positive Dinge auch mal sehen. Ja. Natürlich, natürlich. Ich natürlich denke, das Wichtigste ist, dass man optimistisch in die Zukunft denkt. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Aber wir werden sehen, was passiert. Ne? Ja. Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank, Horst. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht in weiteren 120 Folgen wieder. Ja, wenn irgendwas Radikales passiert, ne, dann so nehme ich mal an, dass er mich dann wieder früher rufen wird. Wenn nichts passiert, hat es wahrscheinlich dann etwas mehr Zeit. Ich wollte es gerade sagen, möglicherweise sehen wir uns in 3-4 Wochen schon. Mal genau. Sehen, wie die Ereignisse sind. Ne? Ja. Viel Spaß mit Fußball-WM im Sommer in Brasilien. Ja. Gibt es ja auch, gab es noch nie sozusagen. Na, also wenn ihr hier vorbeikommen wollt, ich lade euch ein. Ne? Falls ihr die Gasrechnung nicht mehr bezahlen könnt, hier ist genug Platz. Danke fürs Angebot. Genau. Vielen Dank. Dann mach's gut, ne? Bis, alles bis zum Gute. Nächsten Mal. Mach's ciao. Gut. Tschüss, okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Boa tarde, até mais. Ja, es war schon eine heftige Worte, so aus, was wir da aus Brasilien gehört haben. Ne? Bin ich ja mal gespannt, weil jetzt ist wieder dieses komische Zeitding. Wenn wir hier erscheinen, dann ist es schon vorbei. Aber für uns heute ist es schon durchaus eine neugierige Frage. Morgen spielt Brasilien das erste Mal. Werden die auch irgendwie, ich meine, geht es an der Mannschaft spurlos vorbei? Muss man auch sagen, die meisten von denen, ich glaube, ja, fast jeder dort im brasilianischen Kader lebt in Europa und spielt in Europa. Weiß gar nicht, ob die das so sehr mitbekommen oder ob das die dann auch irgendwas sagen wollen, so Peace in ihre Heimat schicken oder wie auch immer. Aber die Entwicklung in Brasilien werden wir natürlich weiterverfolgen. Ja. Ich kann deine Ablehnung gegen Militärdiktaturen gut verstehen. Wir haben ja genügend Erfahrungen in der Geschichte mit Pinochet, mit Allende, mit Noriega, mit ganzen Mittel-Südamerika. Aber wenn wirklich eine Militäreinheit oder quasi wenn militärische Kräfte Recht und Ordnung wiederherstellen würden für einen demokratischen Prozess, wäre das natürlich dann schon ein großes Zeichen. Vor allem, wenn so ein korruptes, wenn ein, sagen wir mal, wenn es wirklich so korrupt ist, wie es manche Leute behaupten, und das dann aufgeräumt wird, dann das könnte vielleicht auch Signalcharakter haben. Ne? So. Aber genau dieses Aufräumen, das war auch der Anspruch von so Leuten wie Mussolini und so weiter, der den Begriff Faschismus auch geprägt hat. Das kommt ja von den Fasces, Routenbündel, was tatsächlich auch ein russisches Herrschaftssymbol ist. Aber das Bild ist auch mit eisernem Besen sozusagen durch die man in seiner Analyse als dekadent gesehen hat. Aber ich meine, hey, das geht dann nur mit Gewalt. Das muss einem klar sein, weil offensichtlich, egal wie in welchem politischen Lager man ist, es gibt ja das Lula-Lager und das müssen auch viele Leute sein. Sonst hätte er die Wahl nicht gewonnen. Ey, wenn da jetzt das Militär reingeht, da ist die Freiheit dann ganz weit weg. Ja. Und vor allem, es gibt beim Militär wahrscheinlich auch Fans in beiden Richtungen. Ja, also dann... Selbst so ist es möglich, aber das wäre dann noch krasseres Szenario. Ich meine, Horst hat es ja auch angedacht und wir haben ja frei auch gesprochen, so keiner hat da die Kristallkugel, aber möglicherweise sogar eine Spaltung vom Land, wobei das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wirklich das Land sich spaltet, also zwei Staaten wird oder sowas. Aber in den USA haben wir auch schon darüber gesprochen und auch da dieses Szenario zumindest mal angedacht. Das ist heftig, ja. Übrigens, in Amerika wird immer noch ausgezählt, gell?
Arizona und so weiter, da ist immer noch, da ist irgendwie, keine Ahnung, das ist, wie hat er gesagt, 120 Millionen Stimmen in Brasilien kann man in 5 Stunden auszählen, aber in Amerika drüben sind es 600.000 Stimmen, die nach 2 Wochen gefühlt immer noch, keine Stop Ahnung. Stop the count. Irgendwann mal Schluss sein, stop the count. Ich weiß gar nicht, wer zählt für wen, das ist mir egal. Ja, ich bin Fan von Carrie Lake. Die ist Gouverneurskandidatin gegen Katie Hobbs. Das sind die 2 Damen, die in Arizona da gegeneinander antreten. Und die Carrie Lake ist so eine ganz, ganz taffe, irgendwie auch sehr smarte Frau, die gesagt hat, in dem Moment, wenn ich meine Hand von der Bibel wegnehme und eingeschworen bin, dann räume ich hier auf. Und zu den Medien hat sie gesagt, aus euch mache ich allen wieder Journalisten, weil das ist das, was ihr verloren habt in den letzten Jahren. Also die hat diese angetreten mit Clean House, weißt du so. Aber ob das ein bisschen dann, Big Mouth. Ja, aber außerdem, aber sie sieht schon toll aus. Also von der Erscheinung her, was sie darstellt, finde ich, bin ich eher bei ihr. Vor allem, weil Miss Katie Hobbs, die ist am Wahltag im Wahllokal rumgerannt, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Ne? So bei der Auszählung war die, da gibt es Bilder, wo sie guckt, was passiert hier und so. Das ist, also, wir werden sehen, was daraus wird noch. Ne? Das ist ja jetzt die große, große Frage, was aus Amerika noch rüberkommt mit Trump und Twitter und überhaupt. Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass jetzt die Republikaner im, wo haben die Mehrheit? Im Kongress, im Repräsentantenhaus. Ja, haben sie ja jetzt schon angedeutet, dass sie da Ermittlungen gegen Hunter Biden einleiten wollen. Ja, da sind ja noch ein paar Fragen offen und das wird ja alles gedeckelt bisher von der Mehrheit im Repräsentantenhaus und das sieht halt jetzt anders aus. Klar werden wir da über die Massenmedien natürlich wenig erfahren. Oh doch, es fängt an. Also New York Times hat schon gemeldet, der Hunter Biden Laptop und so weiter. Es kommen einzelne Sendungen raus, CBS, die jahrelang jetzt gesagt haben, das ist russische Verschwörungstheorie, gibt's gar nicht, diesen Laptop und so weiter. FBI hat ihn 2 Jahre lang unter Verschluss gehabt und muss jetzt so langsam raus mit der Nummer. Und da werden jetzt gerade ganz neue, da wird jetzt hier ein neues Kapitel. Ich meine, es ist auch so lächerlich. Der Inhalt des Laptops ist ja bereits im Internet geleakt. Ja? Und trotzdem tut man öffentlich noch so, wie als wüsste gar nicht, niemand, worum es geht. Und das muss noch geheim gehalten werden und das darf nicht verhandelt werden. Ich meine, hallo, das sind Bilder von Hunter Biden und die Echtheit wird auch nicht angezweifelt. Ja? Und man kann es schon fast nicht aussprechen, was man darauf sieht. Ja, aber offensichtlich Unanständiges mit nicht ganz so Volljährigen und Drogeneinnahme. Ne? Und ich mal wirklich irgendwann in 2 Jahren wird es dann der Böhmermann präsentieren, exklusiv. So. Genau, ja, also die beiden Dokumente. So. Genau. Die NSU-Akten, ja, wo so viel drin stand, was wir noch nie gehört haben. Ja? Ich glaube, vor 10 Jahren haben wir darüber berichtet. Jetzt kommt es raus und bei dem Hunter Biden ist es halt so ähnlich. Jeder weiß, worum es geht und es dreht sich alles nur darum, ob das offiziell anerkannt wird als Fakten. Ja? Es ist vor allem die Nummer vor der Wahl, weil das war ja alles vor der Wahl schon bekannt. Wenn die Brisanz dieser Daten und dieser Bilder und dieser Schlussfolgerungen vor der Wahl bekannt gewesen wäre, wäre jetzt Trump immer noch Präsident. Das ist eindeutig. Das war, und wenn man sich mal anschaut, wie die ganzen Geschäftsverbindungen da auch auf diesem Laptop, ich kriege keinen Satz heute raus, die Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden nach China und auch in die Ukraine deuten darauf hin, dass auch sein Vater da immer mit dabei war, also the big guy. Und diese ganzen Schlussfolgerungen daraus, das wird natürlich dann, könnte dem Joe Biden auf die Füße fallen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Zeit jetzt gerade, was da so hochpoppt. Wir haben schon vor über einem Jahr darüber gesprochen, vor 1,5 Jahren, noch vor der US-Wahl haben wir schon darüber gesprochen. Hätten die Republikaner das auch mehr thematisieren können, warum auch immer. Haben sie ja. Das hat aber durch die mediale, also auf Fox aber die kam haben auch, das alles, aber, ja. Auf CNN kam das ja, nicht. Ja, ja. Auf den einen halt nicht, aber trotzdem ist es nicht so, dass sie gar keine Medien haben. Wir haben eben auch Fox. Und also, weil du meinst, es hätte dann irgendwas geändert an der Wahl, am Ausgang, glaube ich fast nicht. Nein, wenn die amerikanische Öffentlichkeit wirklich die Wahrheit erfahren hätte, und zwar flächendeckend über den Inhalt dieses Laptops, dass es den gibt und was drin war, dann glaube ich, dass viele Menschen vielleicht
anders überlegt hätten, dass sich anders gestimmt hätten. Das aber man hat es ja verbreitet. Also wie gesagt, klar, CNN nicht, aber die republikanischen Medien schon. Das ist halt wie auch da in Brasilien. Das ist so diese krasse, man gönnt dem anderen nichts mehr. Und die haben alle ja auch ihre eigenen Mediennetzwerke. Die sind durchaus unterschiedlich auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ja erst neu rauskommt. So, man wusste es damals auch. Ja, und Demokraten schauen kein Fox. Und ich habe mich damals auch gewundert, ja, das weiß ich schon, aber halt trotzdem viele Leute. Und habe mich damals auch schon gewundert, warum das die Republikaner nicht viel mehr im Wahlkampf einsetzen. Das haben sie halt nicht gemacht. Naja, warum doch, aber es funktioniert naja, halt nicht, weil wenn CNN sagt, das ist falsch, wenn CNN sagt, das ist falsch, dann glauben die Leute alles, das ist falsch. Naja, aber immerhin, fast die Hälfte der Wähler hat dann doch den Trump gewählt. Also so gesehen, das ist die Hälfte glaubt's, Robert, die Hälfte glaubt's. Die andere Hälfte glaubt das, was ihnen Fox erzählt. Das ist genau der Zustand, wo wir da gerade sind. Es waren mehr als die Hälfte. Ich gehe immer noch davon aus, dass es Wahlbetrug damals war oder wissen wir ja auch, oder gibt viele Hinweise drauf. Ich sage auch immer, es ist letzten Endes, das ist auch... So kann Demokratie nicht funktionieren, wenn man dann, jetzt, wir haben wie in Brasilien, wir haben jetzt 50,9%, jetzt haben wir die Mehrheit, jetzt machen wir, wie wir es wollen. Und die anderen würden auch sagen, wenn wir die Mehrheit sind, hey, dann werfen wir alles um. Das ist dann egal, wer da die Mehrheit hat. Es gibt immer dann fast die Hälfte der Leute sind dann in der Opferrolle oder sind dagegen. Und da musst du vorsichtig sein, weil sonst kreierst du wirklich Ich habe ehrlich gesagt, das Gefühl, dass das irgendwie so eine globale Agenda ist. Egal, wo du hinguckst, du hast immer so eine Spaltung so ziemlich genau in der Mitte. Mhm. Ja, ob das aber jetzt Italien ist oder die USA oder Brasilien oder Deutschland. Wieso gehen denn die Wahlen immer 49-51 aus? Aber wir erleben das doch selbst. Wir stecken doch da mittendrin. Wir erleben doch jetzt seit wir Homeoffice machen, und man hat das schon vorher gesehen, der Trend, der ist auch nicht ganz neu, aber jetzt ist das alles nochmal so gestiegen. Wir erleben das doch selbst. Diese ganze Emotionalisierung, diese Gefühle, das kannst du nicht steuern, sondern es ist jetzt wirklich der Zeitgeist. Der Zeitgeist hat diese Zwietracht und Dinge spalten sich so auseinander. Und natürlich gibt es Kräfte, die davon profitieren. Die gibt es aber auf beiden Seiten. Wenn die Unruhe kommt, dann ist möglicherweise, kann man da eine neue Ordnung einsetzen. Alles klar. Aber der Zeitgeist, das spüren wir doch auch. Jeder von uns, du und ich, spüren den auch. Also was ich spüre, ist so dieser Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Die veröffentlichte Meinung, das sind natürlich die uns ein Bild vorgeben. Ja, die angebliche Wahrheiten, das sind die uns sagen, wow, die Wahl war sehr knapp. Ja, ganz knapp, 49-51. Das ist die veröffentlichte Meinung, ja, von der wir glauben, dass sie ein Abbild der Realität ist. Wenn ich die öffentliche Meinung dagegen stelle, also das, was ich selber wahrnehme, das, was mir mein gesunder Menschenverstand auch sagt und das, was mir auch andere Leute erzählen von ihrer Wahrnehmung, ist das nicht Hälfte-Hälfte. Ich kenne überhaupt gar niemanden, der diesen ganzen Gender-Quatsch, Woke-Quatsch, die aktuelle Energiepolitik, die Corona-Politik oder sonst irgendwas, worüber wir uns hier aufregen, im Ansatz verteidigt, gut findet oder sonst was. Okay, wenn ich drüber nachdenke, 2, 3 fallen mir doch ein, aber das ist bei weitem nicht die Hälfte der Leute, die ich kenne. Okay, ich umgebe mich natürlich mit Leuten, die eher so ticken wie ich, ja, muss man auch mit einbeziehen. Und dennoch ich kann das nicht bestätigen, dass wir da Hälfte-Hälfte sind. Aber jetzt stelle ich mir gerade vor, okay, ich kriege sehr viele E-Mails, wo sinngemäß drin steht, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. So ist es. Was haben wir nicht allein von Robert schon gehört? So gerade in dem ersten Corona-Jahr. Die Unterschiede von Großraum München und wir hier in Sachsen. Was für ein Unterschied so. Aber ist das, also... Ja, krass, okay. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber in meiner Wahrnehmung ist es nicht Hälfte-Hälfte. Nee, auf gar keinen Fall. Das stimmt. Es sind halt zwei große Lager, zwei große Blöcke. So war es historisch auch schon ganz lange. Und natürlich, da kann man schon sagen, das weiß man schon seit Hegel, diese Dialektik, das ist auch eine Art von Kontrolle, wenn du irgendwo bist. Nur glaube ich nicht, dass das wirklich den Zeitgeist so jemand kontrollieren kann. Sondern es ist ja im Menschen drin. Es sind die Weltbilder, die hier wirklich aufeinander prallen. Das siehst du bei jedem einzelnen Menschen so, wie emotional auf einmal alles ist. Alles ist auf einmal wichtiger geworden, aber es wirklich um was ganz Inneres geht. Und das glaube ich nicht, dass du das steuern kannst. Aber hey, bevor wir uns jetzt verlieren, noch einen Ausblick, weil wir Sonntagabend wieder live gehen. Wie ist denn das dann? Da ist ja dann tatsächlich das deutsche Schicksalsspiel gegen Spanien. Die fangen um 20
20 Uhr an, wir um 21 Uhr. Das ist da eigentlich genau, wenn so die zweite Halbzeit anfängt. Was machen wir denn sagen, da eigentlich? Wir gehen beim 5-0, gehen wir dann auf Sendung. Für Spanien oder was? Ja, eben, es ist die Frage, für oder bist du Pessimist oder Optimist? Oder ist ja egal. Also, wir gehen 21 Uhr auf Sendung. Wir gehen auf Sendung. Das ist quasi pünktlich zur zweiten Halbzeit. Auf einem Auge ist dann da der Spielstand mit dabei, oder? Nein, wir sind professionell. Gucken, ja, aber nein, wir sind professionell. Aber hey, liebe Nu-Vision-Leute, ihr wisst ja, ey, wir sind authentisch und wir haben auch Gefühle, wir sind live und wenn es ist, dann werden wir vielleicht auch über Fußball sprechen am Anfang. Hängt auch völlig davon ab, was da passiert am Sonntag. Vielleicht gibt es da gar nicht viel zu sagen und wir kommen zu anderen Themen. Aber wir werden es nicht verstellen. Es ist halt irgendwie dann die Magie des Live-Moments. Eine ordentliche Klatsche und das WM aus für Deutschland live im Homeoffice. Kann man schon zelebrieren, so. Gell? Ist das jetzt schon pessimistisch gewesen? Ja, sorry. Also ich nehme es auch ehrlich gesagt fast mit Humor und habe auch ehrlich gesagt, nachdem ich Spiel gegen Japan nicht im Ansatz den Glauben daran, dass wir diese Gruppe überstehen. Belehrt mich bitte eines Besseren. Ja. Aber wie gesagt, außerdem können sie ja nochmal ihre Binde dann tragen. Ja, da macht's ja dann, ist ja dann eh egal. Aber ich meine, Spanien ist auch nicht mehr so stark, wie sie mal vor ein paar Jahren waren, so vor 10, 15 Jahren. Stimmt, wir haben 8-0 gegen Costa Rica. Da hatten die so eine Mannschaft, die hat dann mehr Turniere hintereinander gewonnen und die war wirklich die beste Mannschaft der Welt, ohne Frage so. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so. Die haben eine sehr junge Mannschaft, die haben auch keine richtigen Stürmer, genauso wie bei uns. Da spielt Morata Mittelstürmer, ich meine, der bringt es nicht. Und dann das Mittelfeld, da haben die so diese Barcelona-Dudes, zwei mega heiße Supertalente. Fußball. Aber, komm, echte, ja, okay, komm, genug. Okay. Komm. Ist genug. Wenn bei dir Fußball kommt, dann bist du Fußballreporter. Du ziehst ja ab und an mal das Götze-Spiel Götze-Tor rein. Wenn ich ganz mies drauf bin, nur. Hast du erst in der letzten Woche auch ein paar Mal angeschaut? So, wenn ich so richtig mies drauf bin, dann. Nee, das 7-1 schaue ich mir öfters an, diese 5 Tore in 4 Minuten oder so. Das ist egal, Jungs. Leute, mir geht der Stecker aus. Ja, also, mir ist der Saft weg. Ich weiß ja, wie ich das sagen soll. Danke fürs Programm. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Dabeisein. Und nach draußen einfach einen fieberfreien Tag wünsche ich euch. Hoffentlich seid ihr gesund. Und wenn ihr krank da liegt, dann viel Tee trinken und werdet bald wieder gesund. Ich bin auf dem Weg dahin. Frank, gute Nacht, Stoner, bis bald und in diesem Sinn, habt es gut. Halt, Frank, fehlt noch was. Dreh dich um, greif nach hinten links und zeig das wichtigste Comic jemals mit einem neuen Autoren, der unglaubliche Mondlandungsgeschichte geschrieben hat. Ja. Muss mal kurz mal ins Bild halten, so ein bisschen Mondlandung-Feeling. Aus meiner Robert hat sich nämlich in einer eigenen Comic-Story The Dark Side of the Moon verewigt. Ja. Das ist so geil. Ja, das, ich freue mich, so, wenn ich es in der Hand habe, endlich mal. Als Autor. Genau, André, vielleicht noch der Hinweis, wir haben ja gerade Black Weeks, Black Friday und dieses ganze Gedöns. Auf Pandaray TV gibt es 50% Rabatt aufs erste Jahr Flatrate, also für 4 Euro im Monat. Zugriff auf alle Filme, schaut mal vorbei auf pantaray.tv. Und nochmal der Hinweis auf Ruderboot, Samstag, 20 Uhr, ist Premiere. Kann man schon sehen auf Nuflix. Ja, das war's. Und Sonntag dann pünktlich zur zweiten Halbzeit im Homeoffice. Also, ab 5. Ciao, gute Nacht, Jungs, tschüss. Und nach draußen nochmal alles Liebe. Bis dann, ciao.